Guten Morgen. An der Marketing-Szene gibt es eigentlich nur zwei Gruppen an Leuten. Einmal die Leute, die bei den Baulichs Kunden sind und die, die es nicht sind. Ich gehöre zu letzteren, aber trotzdem wurden wir von Andreas Baulich eingeladen, den Kumpels zu besuchen, einfach einen coolen Talk zu machen, ähnlich wie wir für David gemacht haben. Und ich meine, das Wetter ist verdammt brutal, das heißt leider kein Vorstellwetter. Und ich voll Idiot leider zu Drop, Winterreifen zu kaufen. Ist anyway für Range Rover? Fahrt jetzt mal schnell nach Koblenz und dreh ein paar geile Videos. Let's go! Andreas, danke dir, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Wir machen mal ein kleines Talk-Video hier, aber mal so ein bisschen anders, ein paar andere Themen. Da bin ich mal gespannt. Ja? Ich habe ganz viel vorbereitet. Okay. Jetzt richtig Angst haben. Okay. Ach Quatsch. Nein, danke dir für die Einladung. Gerne. Ich weiß nicht, Nicht-Kunden, ladet die ein? Oft? Selten. Also wir haben ab und zu jemanden hier, der irgendwie dann auch bekannte Person ist, aus dem Business-Bereich oder Social Media, aber in der Regel sind dann eher Kunden bei uns. Auch bewusst, also wir haben eigentlich immer nur meistens Kunden hier, weil... Das hat dann so ein Benefit, ja, wenn du bei uns Kunde bist, darfst du mal vorbeikommen, darfst dich mal inspirieren lassen, darfst das Office anschauen und das ist so ein leichter Benefit, aber jemanden von deinem Stand, von deinem Niveau, darfst du gerne kommen, des Weiteren wirst du ja noch Kunde werden. Das weiß er noch nicht, das passiert aber meistens. Das ist leider zu günstig, deswegen, das kann ja nicht gut sein. Der Quatsch. Ich dachte eigentlich nach Jeremy Fragrance, habt ihr einen Hang zu Oldenburg entwickelt, deswegen bin ich jetzt hier. Also unabhängig von der Personenmarke, einfach geguckt, wer wohnt da sonst noch, klar. So viel gibt es da nicht. Genau. Deswegen bin ich hier. Ein, zwei Leute gibt's, ja. Aber... In denen habe ich schon gearbeitet, deswegen in der Region. Geil. Ja, du bist gestern aus dem Webinar raus. Ja. Bisschen angeschlagen, sind trotzdem hier, finde ich cool. Mhm. Lief gut? Ja. Also wir haben über 1000 Leute mittlerweile, die sich mit Hochpreiswerbetexten beschäftigen. Also je nachdem, wenn ihr das hier seht, wir hatten am Sonntag ein Webinar. Das war ziemlich wild. Wir hatten über 10.000 Anmeldungen, waren in der Spitze so 5.000 Leute dann nur da, was für Hochpreiswerbetexten, was jetzt eher ein trockenes Thema ist, eigentlich ziemlich gut ist. Und wenn das so weiterläuft, wird es halt ein 7-stelliger Launch für Business Day. Ja, mega. Das ist auch sehr interessant, weil ich habe mir auf der Fahrt hierhin ein bisschen was zur Anfangszeit zumindest mal gedacht, weil man hat es ja schon sehr stark mitbekommen. So, wer was anderes sagt, lügt ein bisschen. So, das heißt, wie ihr Baulich Consulting eigentlich aufgebaut habt, fand ich sehr spannend, weil es sehr stark an Hintermarktreifen lang ging. Also als ihr in den Coaching-Markt reingekommen habt, war es so ein bisschen lavi-davi, Herzensbusiness, was es nicht so alles gab? Das stimmt, ja. Also je nachdem, welches Jahr du referenzierst. Ja, so 2017. Ja, ja. 2016, 2017 waren wir auf Online-Coaches spezialisiert. Und da war ja viel über so Freedom, Herzensbusiness, lebe deinen Traum etc. Und das war auch so gängig und das war auch so, wie ich das dann noch wahrgenommen habe, selbst bei mir. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann selber irgendwie aus war, jetzt irgendwie oder die Absicht hatte, so eine riesen Firma zu bauen, sondern es ging darum, endlich mal mit dem, was du halt gut kannst, auch gutes Geld zu verdienen. Das war der damalige Stand und das war auch, wie ich das selber empfunden hatte zum Zeitpunkt. Also es war schon eine authentische Botschaft an der Stelle, aber es war auch zeitgemäß. Mhm. Und dann seid ihr ja reingegrätscht, so ein bisschen mit dem aggressiveren Engel, dass es tatsächlich auch um Geld verdienen geht? Na, wenn du über Hochpreisstrategie sprichst, dann musst du halt darüber reden, dass du irgendwie 5 bis 6 mal, 10 mal mehr Geld verdienst als der Rest. Dementsprechend ist das so ein bisschen in der Natur der Sache. Aber so richtig so, dass das Geld im Fokus steht und dass man auch mal richtig Geld verdienen darf, ist aber eigentlich auch erst so ab 2018 reingekommen, so richtig, glaube ich. Mm. Ja, davor habt ihr dann sehr massiv die Coaching-Gruppen. Sind dann euch entsprungen, habe ich so miterlebt? Ja, also wir haben dann Strategien am Anfang rausgebracht, die halt extrem gut funktioniert haben, die immer noch funktionieren, wenn Leute sie gut umsetzen. Viel mit Facebook-Gruppe wurde gearbeitet. Genau. Du konntest extrem günstig eine Facebook-Gruppe aufbauen. Es gab zu fast keinem Thema richtige Facebook-Gruppen. Mhm. Und eine bewährte Strategie damals war halt, eine Community hochzuziehen und das auch noch zu kombinieren, idealerweise mit einem Lead-Magnet, den du auch sowieso kalt laufen lässt und dann halt da viel Mehrwert reingibst. Und auch diese Gruppe auch nutzt, um auch auf Ideen zu kommen für Content und am Puls der Zeit zu sein, das Zielgruppenverständnis zu schärfen. Aber wenn du das gemacht hast und heute auch noch machst, wirst du extrem viel Geld damit verdienen. Wenn du einfach nur denkst, du haust da ein paar Leute rein und pitchst die ganze Zeit, wird das weder damals noch heute irgendwie was. Nee, es geht ja ein bisschen Full Circle. Also jetzt sieht man wieder sehr stark den Community-Aspekt. Also es launchen hier irgendwelche Plattformen, die jetzt irgendwie Community-Bildung hervorrufen. Ja. Du hast dann auch noch Offer, die sich damit brüsten, dass du ja ohne Ads nur mit Gruppe und so richtig Geld machen kannst und so. Bisschen spannend, das so zu sehen. Ein paar Jahre später kommen die ganzen Sachen alle wieder. Kommen also Infoprodukte kommen auch wieder zurück. Also das wäre jetzt so mit dem Hinblick auf vergangenen Sonntag dann auch mal eine Erkenntnis. Also die Tatsache, dass ich jetzt heute im Prinzip innerhalb von einer Woche irgendwie 1 Million Euro machen kann, ohne dass ich hinterher einen Live-Call machen muss oder für einen Sales-Call brauche, ist ja auch eine spannende Information wieder. Also wir haben auch viel Erfahrung gemacht jetzt die letzten Monate oder Jahre mit kleinen Einstiegsoffers auch wieder,
also nicht jedes Produkt tut es dann. Du musst halt genau wissen, was du tust und wie du es halt framest und was du genau anbietest. Die als Eintritt gelten können zu einem Hochpreis-Offer hinterher. Also das sind Sachen, die kommen wieder zurück. Es ist aber vor allem getrieben durch den Werbealgorithmus, dass der unpräziser ist. Das ist der Grund dafür. Ja, kann ich auch so bestätigen. Also so vor einem halben Jahr oder sowas habe ich in den USA auch gesehen, dass ich mir dachte, wow, jetzt kommen wir alle die Low-Ticket-Produkte, die früher auch hier liefen. Und dann habe ich mal geschaut, okay, was ist so der Gedanke so dahinter, was sie da machen? Und dann ist es ja im Prinzip einfach nur, CPM-Kosten steigen, liefern immer teurer, Buyer-Audience aufbauen. Nicht mal, die Präzision fehlt einfach nur. Also du hast halt, als du extrem präzisen Algorithmus hattest, also vor dem iOS-Update, da hat es fast keinen Sinn gemacht, irgendwas Niedrigpreisiges zu verkaufen, weil die Werbekosten für was Niedrigpreisiges waren genauso hoch wie die für ein High-Ticket-Offer. Ja. Da hast du aber auch gewusst, wen du suchst, wenn du High-Ticket geschaltet hast. Da wusste der Algorithmus, wer ist ready. Und jetzt weiß es halt nicht mehr. Also musst du jetzt ein bisschen in die Menge reingehen und schauen, wer würde auf was extrem Spezifisches, auf ein Webinar, auf einen Artikel, auf ein Produkt zum Beispiel, was günstig ist, was halt ein No-Brainer ist zu kaufen, anspringen. Wenn du halt jetzt schaust, du hast ein Buch wie bei mir, Preisstrategien für Agenturen, wer guckt sich das an? Eine Agentur, die schon Kunden gewinnt. Eine Agentur, die darüber nachdenkt, irgendwie höhere Preise verkaufen zu müssen. Eine Agentur, die mit dem Status quo nicht mehr zufrieden ist. Und wenn du halt das genau framest, auf diesen Punkt, wo halt die Person in der Customer Journey an der richtigen Stelle steht, und dann was anbietest zum Verkaufen, das ist dann geil. Wenn du ein x-beliebiges Informationsprodukt launchst, bringt es dir nichts. Weil dann hast du diese Übergang zum High-Ticket nicht. Genau. Und das ist halt, was jetzt auch wieder funktionieren kann, wenn man das extrem gut ist und Ahnung der Zielgruppe hat. Ja, das habe ich damals bei Road to Glory falsch gemacht. Wir haben brutal viele Infoprodukte verkauft. Kochbücher, Trainingspläne, was es nicht alles gibt. Und die Ascension zum High-Ticket dahinter, der größte Krampf, den ich mir je angetan habe. Also da wache ich lieber mit dem Warenkrampf nachts auf, als das nochmal zu versuchen. Ja, du darfst halt, also das Infoprodukt darf gar nicht den Anspruch haben, dass es irgendwie eine Komplettlösung ist für irgendwas. Es soll was ganz Spezifisches, Kleines lösen, was halt genau an dem richtigen Zeitpunkt ist, wo die Person danach mit hoher Wahrscheinlichkeit sagt, ich muss eh mit der Person arbeiten. Und das ist bei uns ein anderes Beispiel dafür, ist unser Onboarding-Training auf onboarding.de. Wenn du eine Agentur bist, die ein Problem hat im Fulfillment, dann hast du genug Kunden. Offensichtlich. Du bist qualifiziert für mein Training. Du brauchst Prozesse. Und Onboarding ist der erste Punkt, wo an alles scheitert. Das ist, wenn du mein Onboarding-Training kaufst, also siehst du, wie viel Ahnung ich habe von deinem Agentur-Game, ist danach total logisch, dass du bei uns dann Agentur-Excellence-Training kaufst. Ja. Und diese Ascension funktioniert zum Beispiel extrem gut. Nichtsdestotrotz machen wir trotzdem alle möglichen Kanäle, alle möglichen Einstiegspunkte, weil es einfach nötig ist für unseren Level. Aber das ist ein Grund, warum wir das jetzt wieder machen zum Beispiel. Ja, nee, super spannend, weil du gerade auch da auch die Situation hast, dass sich die Spreu stark vom Weißen trennt. Ja. Denn die meisten Leute kriegen ja nicht mal, haben vor iOS nicht mal High-Ticket wirklich Ads bekommen. So, und das jetzt ist nochmal ein bisschen schwieriger, ein bisschen mehr challenging. Aber schafft ja auch sehr stark, den Burggraben aufzubauen. Es gibt ja wieder neue Plattformen, also es gibt wieder günstige Plattformen bei TikTok, die Reels, Instagram. Es gibt ja immer wieder neue Möglichkeiten, günstig irgendwas zu machen. Für die Leute, die dann auch wieder sich vom CPM das nicht mehr leisten können, erst das Geld verdienen müssen, gibt es immer neue Plattformen. Aber ja, also es kriegen halt wenige Leute hin, konstant zu schalten oder über einen gewissen Umsatz von so mal 3 bis 5 Millionen pro Jahr hinaus zu schalten. Das ist extrem schwierig. Ja, und das, obwohl es margenstark ist, was man auch sagen kann. Wenn wir jetzt Clients sehen, die sich wirklich schwer tun, irgendwie im E-Com-Space 1-2 Millionen im Jahr zu machen und dann irgendwie schon die gläserne Decke kommt. Ja, aber E-Com ist ja einfach vom Fulfillment her. Also da hast du der Store, der klappt ja von selbst. So, da gibt es ja keine Grenzkosten, da brauchst du keine Vertriebsmitarbeiter. Du musst halt nur Lagerbestand haben, da gehen halt alle out of stock und haben Angst zu investieren in den Stock wahrscheinlich. Genau. Und das wird dann der Hebel wahrscheinlich sein, der da meistens fehlt. Bei uns hast du das Problem, du musst halt dann Vertriebsmitarbeiter haben und du musst Fulfillment auf die Reihe kriegen und da scheitert es dann meistens und dann fehlen die Upsells, um den CPA zu rechtfertigen und so weiter und so fort. Und deswegen bleiben alle bei 2 bis 3 Millionen im Jahr hängen in diesem Coaching- oder Agenturen- und Consulting-Bereich meistens. Das ist sehr Parallele zum E-Com-Space. Gerade so ja, dieses Thema. Gleiche. Bestandskundenmanagement ist grottenschlecht oftmals vertreten. Ja. Es wird einfach gefreut, dass der erste Kunde da ist, so, ich habe Feuer entdeckt, jetzt bin ich rich. Aber dann wird, wenn du die Margen runterbrichst, ist es einfach faktisch unmöglich, rein auf Frontend-Produkten das zu skalieren. Genau. Oder vor allem eine Brand aufzubauen, weil eine Brand heißt ja nicht, dass du einmal kaufst. So. Ja, es ist hier bei dem Thema genauso. Also, das ist auch der Grund, warum man nach 2 bis 3 Jahren alle immer so nicht mehr sieht. Weil irgendwann, du bist halt ein neues Gesicht, du bist halt dann da, du bist halt sexy für 2 Jahre lang, weil du ein neues Gesicht hast, so auf dem Markt. Wow. Und dann gewinnst du all deine Neukunden und dann irgendwann gewinnst du die Leute nicht mehr, weil dann einer Funnel brennt aus und dein Gesicht haben jetzt alle einmal gesehen, der Novelty-Faktor ist weg, jetzt lieferst du auch nicht gut ab. Die Bestandskunden bleiben auch nicht da, weil sie nicht verlängern. Das heißt, du kannst diese Preise nicht mehr rechtfertigen, die jetzt hochgehen, weil du einfach jetzt da bist und nicht mehr neu und sexy bist. Und dann sind sie alle weg.
Nach 2 bis 3 Jahren. Also deswegen ist der normale Lifecycle von einem Coach, der nicht die fortgeschrittenen Strategien kennt, ist 2 bis 3 Jahre. Ja. Weil die nicht wissen, wie es danach weitergeht. Wenn sie mal auf diesem 7-stelligen Level waren. Ne? Ja. Also wenn du nie auf dem 7-stelligen Level warst, hast du eh noch nicht existiert in der öffentlichen Wahrnehmung. Fakt. Viele sind halt im 3. Jahr, gehen sie halt runter. Wegen auch anderen Faktoren wie Steuervor- und Nachzahlungen und so weiter, wahrscheinlich auch noch zeitgleich. Und dann kommt alles zusammen. Ne? Und dann klappt das Marketing nicht mehr und dann CPM ist zu hoch und dann sind sie weg. Ja. Erschreckende Parallele. Also wenn du jetzt Coaches, Berater ausgeblendet hättest, dann wäre es tatsächlich das Schicksal der meisten Brands gewesen. Ja, das ist der Grund, warum nach 3 Jahren die Unternehmen alle wechseln. Also das ist meistens das Thema. Du findest irgendwas, das halbwegs funktioniert. Du hast meistens einen Marketing-Move, du hast einen Funnel, eine Idee, eine Ad, die geklappt hat. Weißt selber gar nicht, warum in den meisten Fällen, warum sie funktioniert. Setzt dann alles auf diese eine Karte oder noch viel schlimmer, du hast neue Ideen, die sind dann schlecht und das drehst das Ding ab, was dann geklappt hat. Und dann bist du dann wieder weg. Also das ist halt, und dann zeitgleich kommt das Geld und du denkst, du weißt jetzt alles. Und dann machst du die Fehler. Und das Problem ist, bei der Flughöhe von ein paar Millionen im Jahr, nachdem wie du halt Ads schaltest, was du machst, hast du halt ein Delta T zwischen der Änderung und der Auswirkung. Das heißt, du änderst hier was und 3 Monate später fliegst du auf die Fresse, aber du kriegst den zeitlichen Zusammenhang gar nicht mehr hin, weil es so lange her ist und weil es noch weiter lief danach, checkst du gar nicht, was du falsch gemacht hast und findest die Fehler nie, korrigierst nie. Ende. Ja, dann bist du ein bisschen getragen von irgendwelchen Kopien. Und wenn du das halt nicht weißt, wenn du dann keinen Mentor hast, der das schon zigmal gesehen hat, dann ist halt meistens Ende Gelände an der Stelle. Ja, voll. Denn die meisten Brand-Owner, mit denen wir arbeiten, das ist deren erste Firma. Genau. Das heißt, du hast diesen zeitlichen Faktor gleich mitbekommen, denkst noch zwischendurch, bist du schlau, machst irgendwie Dubai-Firma und dann bist du auf einmal steuerfrei fürs Leben, bleibst du in Deutschland wohnen natürlich und angemeldet und alles hier, ne? Hauptsache die LLC irgendwie sammelt was oder der FCZO. Ja. Das ist so Bro-Science. Und irgendein Kumpel, der gesagt hat, du kannst da hin, das ist super easy. Oder wahrscheinlich im E-Com, du brauchst gar keine richtige Anmeldung dafür. Oder China, Dropshipping geht wunderbar klar. Mach einfach, Bro. Mach einfach. Ja. Bisher ist da nichts schief gelaufen, aber ich mache das selber erst seit 2 Jahren. Das ist immer das Thema, ja. Und dann am Ende des Tages funktioniert E-Commerce angeblich nicht mehr. So. Ja, das ist auch Quatsch. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung von E-Commerce, aber es ist Quatsch. Ja, ist dieselbe Parallele. Ich meine, am Ende des Tages ist Business ja nur Unit Economics runtergebrochen und dann mehrfach multipliziert. Ob du den Vertriebler da hast, ob du die Store-Conversion hast oder alles, was danach kommt, muss dich nach vor darum kümmern, dass am Ende des Tages bei dir läuft. Es ist erschreckend immer dasselbe. Deswegen, vor allem, wenn du halt dann selber Berater bist und hast schon zig Shops gesehen oder in meinem Fall dann halt zig Consulting-Agenturen, Coaching, Weiterbildungsingenieure etc., Handwerker, dann ist immer das Gleiche. Ja. Es lässt sich genau auf so Unit Economics runterbrechen. Was verdienst du pro Kunde? Was musst du ausgeben, einen zu kriegen? Wie viele von denen empfehlen dich weiter? Wie viel Retention hast du und so weiter? Diese Themen. Business halt, ne? Und bei den meisten halt einfach, das ist das Lustige an diesem Online-Space, die meisten starten aus diesem Make-Money- oder Passive-Income-Gedanken raus und bleiben dann einfach darauf kleben und denken, sie müssen halt dann nicht mehr arbeiten oder sie müssen halt nicht lernen, was Business ist. Wenn du mit der Einstellung reingehst, wird das halt meistens nichts. Ja. Weil sobald das Geld dann kommt, arbeitest du auch nicht mehr und dann fliegst du auf die Schnauze. Dann lernst du es oder lernst du es nicht. Die meisten lernen es halt nicht und sind weg. Und das ist bei Online-Marketing immer. Alle kommen mit diesem, oh, ich möchte nicht arbeiten für mein Geld. Ich müsste das nie wieder anfassen müssen. Es wird einfach für immer so weiterlaufen. Das wird jetzt auf Autopilot und so weiter. Das ist halt, ist einfach Quatsch. Ich habe das selber am Anfang gedacht. Ich habe das 9 Monate lang, habe ich mal wirklich so gelebt. Ich habe ganz am Anfang bei einsacker.de, da habe ich einmal meine Launch-Sequenz gehabt. Ich habe die dann 4-mal gemacht, so fast ein ganzes Jahr lang. 9 Monate dann davon habe ich echt vielleicht nur so 4 Wochen am Stück gearbeitet. Immer mal wieder, so alle 2,5 Monate so einen Launch gemacht. Und immer mein Geld gemacht, like clockwork. Exakt den gleichen E-Mails, exakt den gleichen Ads, exakt den gleichen Launch. Neue Studenten in der Zielgruppe. Nicht mal neues Produkt developed. Einfach nur ein Jahr lang, einfach nur gechillt. 100.000 Euro gemacht oder so, 120 in dem Jahr. War ja solo selbstständig und du wusstest auch nicht, dass mehr Geld geht, weil keiner hat ja mehr Geld gemacht. Nee, guckst du die Gehälter an. Wir reden ja von 2013, 14 so rum. Und dann habe ich einmal einen Launch gemacht mitten im Hochsommer und zu dem Zeitpunkt gab es dann wirklich so Mobile-Usage, Mobile-Internet, so richtig. Haben das alle benutzt und dann auf einmal war 40 Grad und dann wird dein Launch nicht mehr so gut, wenn keiner mehr am Rechner sitzt, um dann auf den rechneroptimierten Landeseiten zu schauen. Und dann 40 Minuten Launch-Video, guckt sich ja keiner an, wenn 40 Grad sind. Nee. Da habe ich dann aufgewacht, dann habe ich dann neue Produkte gebaut, um über den Sommer zu kommen, weil bei Studentencoachings dann ist wirklich der Gedanke, ich muss über den Sommer kommen, ist ein Problem. Nur nicht über den Winter, weil im Winter hast du kein Problem, aber über den Sommer kommen bei manchen Produkten, bei saisonalen Business, tricky, wenn du gerade dein ganzes Geld in den Launch gesteckt hast, der genau wie vorher genauso performen wird oder das halt nicht tut. Ja. Und da habe ich halt gewusst, dieser Traum von diesem passiven Einkommen, das gibt es halt in dem Sinne nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also ich kann vielleicht eine abzählen, dass jemand das mal, wie du gesagt hast, 3, 6, 9 Monate durchgerockt hat. Und dann kam eben das zeitliche Delta extrem. Und das ist halt einfach nur für 3 Monate der Fall. Ich habe mal eine Kampagne gehabt, bei der Thesismaschine, die ich damals rausgehauen habe, so ein Programm dann zum Thema Thesis schreiben im Studium. Das war wirklich geil. Das war dieses Produkt, was mir den Sommer gebracht hat. Da habe ich mein gesamtes Geld, was ich damals hatte, in dieses Produkt gesteckt. Hatte ein 1:4 ROAS daily. Geil. Aber halt damals über Zahlungsanbieter halt zeitverzögerte Auszahlungen. Also, und ich habe noch keine große Kreditkarte und kam nicht auf die Idee, vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, mit 20.000 irgendwo zu pumpen. Mhm. Obwohl ich das echt hätte machen sollen. Das war sehr, sehr gut eigentlich. Da habe ich halt diese, keine Ahnung, was hatte ich da auf dem Konto gehabt? 60.000 Euro oder so. Ich habe einfach einmal durchgeschoben. 1.500 Euro am Tag. Und da war es halt vorher weg, bevor die großen Zahlungen zurückkamen. Und dann musste ich halt die Ad irgendwann ausdrehen. Aber es war jeden Tag 1.000 Euro bis 1.500 rein. Und irgendwie, keine Ahnung, 3.500 bis 5.000 Euro zurück daily. Das war wirklich geil. Ja, das war das einzige Mal, dass ich jemand so easy money gemacht habe, wo ich einfach nichts machen musste. Und eine Ad, eine Kampagne einfach laufen lassen konnte für dann den Zeitraum dieses Geldes. Und danach habe ich wieder ausgemacht, wieder angemacht, lief nie wieder so wie vorher. Krass. Ja, und dieses Thema Kapitalknappheit ist ja auch oftmals ein so limitierender Faktor, weil eigentlich, wenn du confident bist in das, was bei dir abgeht, ist ja eigentlich nur die Frage, wo kriege ich mehr Geld her? Ja, heute weißt du halt, heute wüsstest du halt, okay, du brauchst einfach mal eine Amex, die dir 58 Tage Zahlungsziel gibt oder so. Und das weißt du damals nicht. Aber jetzt weiß ich es halt. Aber also bei uns ist das halt nicht das Thema in dem Markt normalerweise Liquidität, weil wir halt so hohe Margen haben und Renditen machen damit. Aber bei Kapitalbindung, E-Commerce stelle ich mir auf jeden Fall heftig vor. Dieses Liquiditätsengineering, was du machen musst, da muss krass sein. Das ist ja genau der Grund, warum wir einfach weggegangen sind von diesen typischen 6-stelligen Love-Brands, die es so gibt, die einfach so ein bisschen Hobby-Ding, so ein bisschen ihre eigene Yoga-Sachen verkaufen oder so. Und stattdessen halt wirklich Leute, die wirklich ein bisschen ballern wollen, weil dann einfach das Problem ansatzweise gelöst ist oder halt die wissen, woher Geld kommt. Ich meine, es gibt ja auch Revenue-Based Financing mittlerweile und gute Solutions, die man machen kann. Und das ist halt so ein Faktor, wenn man halt confident ist in das, was man gebaut hat, die Maschinerie, die läuft, die Produktstrukturen dahinter und sowas, ist ja eigentlich nur die Frage, warum gebe ich nicht mehr aus? Und ja, das klingt so simpel, aber oftmals fehlt entweder Confidence oder aber die Weitsicht, dass man eventuell auch... Häufig auch ein Mindset-Problem. Es kann nicht so einfach sein, so viel Geld zu verdienen. Ja. Kann nicht so simpel sein, dass ich jetzt einfach mehr Geld ausgebe und ich bekomme mehr Geld. Doch. Ja. Das checkt leider nur keiner. Ja, können wir bestätigen. Also ich habe eine einzige Ad laufen gehabt. Die längste Zeit. Die schlechteste Ad, die ich hier gedreht habe. Tonscheiße. Rotes Tanktop an, in der Küche voll geschwitzt. Lief ewig. So habe ich dich dann wahrscheinlich auch kennengelernt. Das ist wahrscheinlich. Ad. Ja. Er sitzt auch jetzt nur hier, weil er ständig auftaucht bei mir bei YouTube. Und das über Jahre gemacht hat. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der halt jahrelang schaltet und jahrelang sukzessiv aufbaut und dessen Erfolg sich halt dann irgendwie äußerlich sichtbar steigert, dann kann man auch mit dir mal ein Interview machen zum Beispiel. Aber wenn jetzt jemand wärst, der nicht jetzt erst anfängt, wird das halt keinen Sinn machen, weil du bist ja dann in 3 Jahren wieder weg wahrscheinlich. Aber in dem Fall bist du jetzt schon die ersten 3 Jahre durch. Also die ersten 3 Jahre er ist noch da, also nehme ich davon aus, dass er halbwegs sein Game beherrscht. Aber das ist halt wirklich so, siehst du Leute 2 Jahre lang, dann sind sie weg. Ja, bestätige ich total. Und du hast dann eigentlich so diesen Switch, wo wir dann mit den Brands wirklich versuchen zu arbeiten, dass halt verstanden werden muss, dass du erstmal deine ganze Verantwortung nicht auslagern kannst. Mhm. Ich glaube, das ist bei euch, glaube ich, auch ein heftiges Problem, dass so ein bisschen diese Mentorposition missbraucht wird, im Sinne von der Hauptverantwortliche, dass es bei mir läuft und nicht läuft, ist im Prinzip die Person, die ich hier bezahle. Und dann wird so ein bisschen dieses Mindset eingelegt, dass die Probleme, die ich habe, die werden schon erkannt. Und irgendwie gibt es andere, die für mich lösen. Also sei es irgendwelche großen Agencies, Leute, die sich in 5, 6 verschiedenen Agenturen irgendwie splitten, um dann Retainer zu bezahlen. Mhm. Am Ende des Tages ist dieses Ding für die durch. Bei euch ist das dann ja eher so... E-Com ja, weil da bist du ja selber nicht vor der Kamera. Genau. Ich denke, dass bei uns es weniger so ein Thema ist, weil du jeden Tag irgendwas selber noch machen musst. Ja, bei euch weniger ein Thema, aber trotzdem ist es ja so ein bisschen Verantwortung abzugeben. Oftmals ein Problem, dass du den nicht für deine eigene Handlung nimmst. Sodass du heißt, okay, mir geht es zwar gut jetzt, ich habe irgendwie... Ein Coach angestellt unter mir, betreut die Kunden, Fulfillment läuft, ich habe ein, zwei Leute im Vertrieb, bin selbst noch irgendwie, setze mir meinen Termin nur noch selbst oder was weiß ich. Aber dass dann einfach dieser nächste Schritt gemacht wird, im Sinne von, jetzt meine ich es mal richtig ernst. So, ich finde, das ist so ein Punkt, schwierig das reinzubekommen. Das hat damit zu tun, dass hier meistens Leute keine großen Ziele haben. Das Problem ist immer, es ist immer so tangibel. Das war bei uns jetzt auch zuletzt auch ein Thema. Der Grund, warum wir jetzt mit Business Day zum Beispiel nach außen gehen, ist, dass wir einfach eine viel, viel größere Grundlage schaffen müssen. An Menschen, die uns noch viel, viel früher kennenlernen, damit sie in 4 bis 5 Jahren irgendwann was Richtiges bei uns kaufen, was Großes. Mhm. Warum? Weil unser Ziel war immer 100 Millionen. Das ist aber zu nah dran. Das ist zu tangibel. Mhm. Also wir sind ja jetzt mit dem ganzen Firmengeflecht und so weiter, also das absolute Minimum dieses Jahr wird ja mindestens 40 Millionen sein. Stimmt. Und 100 ist zu nah dran. Das heißt also,
dass du wieder viel größer decken musst. Also weil die Frage, die Markus dann wieder gestellt hat, war einfach, okay, aber wie machen wir jetzt 300 Millionen? Aha. Ja, okay, dann macht's einfach, dann müsste ich bei 300 Millionen, müsste ich ja komplett einfach die gesamte Business Education in Deutschland besitzen. Ja, okay, lass uns das doch machen. Ja. Und deswegen haben wir dann, fangen wir das Business.de-Thema jetzt an. Eine komplette zweite Brand, die genauso groß sein muss, aber im Prinzip vollautomatisiert die besten Produkte für alle haben muss, die jetzt erstmal starten in unserem Kerngebiet. Also E-Com lassen wir außen vor. Ja. E-Commerce.de macht dafür einen Kunde von uns zum Beispiel. Das weiß ich. Das war meine Idee, dass der auch in die Richtung geht langfristig damit. Aber man muss halt anders denken. So, und die meisten haben halt dann keine großen Ziele. Das heißt, die schauen sich an, wie kann ich so ein bisschen besser werden mit dem, was ich eh schon habe. Statt, wie kann ich drastisch größer und besser werden? Wie müsste ich die Firma komplett dekonstruieren im Grundverständnis hier, um auf einen neuen Level zu kommen? Und keiner hat irgendwelche Ziele. Die meisten haben halt ihre Minimalziele, die sie irgendwann mal hatten, relativ schnell erreicht. Und dann bist du in Deutschland im Land, wo du auch nicht wesentlich mehr Geld brauchst, als, keine Ahnung, 10, 15, 20 K Profit im Monat oder was dir selber auszahlen kannst. Dann fehlt den meisten A, die Fantasie, was man mit Geld noch machen könnte. Und dann folgt halt das Fehlen von Zielen. Ja. Und dann geht es nicht mehr voran. Ja, kann ich nur schreiben. Es ist exakt dasselbe. Ich meine, machst du dann irgendwie im E-Com 100, 120.000 im Monat, um deine 10 K Profit zu machen? So, kurzfristig gedacht. Aber dann muss halt diese Weitsicht, die du gerade erwähnt hast, wirklich kommen, weil es ist ja faktisch überhaupt nicht unmöglich, achtstellig im E-Com zu gehen. Also das ist ja noch simpler als das... Also achtstellig im E-Com stelle ich mir so vor wie so, keine Ahnung, 2 Millionen genau. bei Coaching-Beratung. Voll. Wenn du das Backend richtig im Griff hast, safe. So, und das heißt, warum macht man es nicht? Entweder man schisst vom eigenen Erfolg oder einfach, wenn man sagt, okay, mir reicht es hier irgendwie so dahinter. Hast du bei dir irgendwie gemerkt, ab einem gewissen Punkt, wo du irgendwie dein Privatvermögen oder sowas geguckt hast und dachtest, okay, so, das ist jetzt wirklich durch, dass ein anderer Hunger kam? Oder hast du mal denselben gehabt? Ja, also das durch ist auf jeden Fall. Also... Das ist ja klar, aber der Punkt ist, ich studiere ja Misserfolg eigentlich systematisch. Ich wäre vom Typ her eher so, dass ich eigentlich so mich das Intellektuelle an diesem ganzen Beratungsgame am meisten interessiert oder an diesem Business-Game. Das heißt, ich studiere halt einfach, wie alle auf die Schnauze fallen. Und das ist ja, was ich den ganzen Tag mache und ableiten, wie du halt vermeidest, auf die Fresse zu fliegen. Und da du halt einfach das den ganzen Tag machst, hast du einfach dann selber keinen Bock, auf die Fresse zu fliegen. Ja. Und wenn du dann weißt, okay, künstliche, übertriebene Goals zu haben und die zu verfolgen, ist der beste Weg, nicht auf die Fresse zu fliegen. Ist das der Grund, warum diese Goals da sind? Ja. Ich bin extrem abwärtssichernd, extrem paranoid, was es angeht, und extrem konservativ und weiß, dass deswegen ich einfach diese Big Dumb Goals einfach brauche. Jetzt halt 300 Millionen pro Jahr, um 100 Millionen zu machen. Und das ist erstmal dann der nächste Step. Aber dann bist du wieder eine größere Figur, dann hast du wieder eine größere Bühne. Dann willst du wieder nicht, dass Leute recht haben, dass sie sagen, du bist doof. Ja, dann gibst du denen auch nicht die Blöße, dass sie irgendwie recht haben mit irgendwas, was sie gesagt haben. Also machst du einfach weiter successful shit und keiner kann jemals sagen, dass du nicht gewesen bist. So. Ja, das ist, ja das ist dann so dann der Drive. Die persönliche Brand dann nach draußen zu haben, ist dann eigentlich eine ganz geile Absicherung. Das ist dann bei E-Com ein bisschen anders. Aber auf deiner Seite auch dann wieder nicht, weil wenn du bei E-Com dann halbwegs dann da bist, dann bist du ja auch sofort jetzt dann gelobt. Dann kommt irgendwie so, keine Ahnung, kommen dann deutsche Startups und OMR und sagt dann, geil, du hast es geschafft, der macht jetzt 8-stellige Umsätze und der hat sogar geschafft, es ohne einen Investor zu machen. Jetzt bist du auch auf der Bühne, jetzt darfst du auch nicht mehr scheitern. Ja. Weil wenn jetzt auf die und das ist halt uncool in Deutschland, wenn du halt scheiterst. Ja. Wenn du halt in Deutschland scheiterst, bist du halt der Depp. Toll. Und du darfst halt nicht in Deutschland scheitern. Das ist ein ganz geiler Absicherungsmechanismus, wenn du einfach einen gewissen Erfolg erreichst, den auch dann sichern möchtest und dir einfach nicht die Blöße geben möchtest, ne? Genau. Also, geil. Und ich weiß es halt kognitiv, was die richtigen Verhaltensweisen sind. Also muss es größer werden. Ja. Und sag mal, was brauche ich jetzt wirklich? Also mir würde es wahrscheinlich vollkommen wirklich reichen, keine Ahnung, irgendwie so 20.000, 30.000 Euro zu haben im Monat, faktisch gesehen. Weil, also, ja, was willst du mehr machen? Abgesehen davon habe ich ja schon fast alles gekauft, was du so sinnvoll kaufen kannst. So. Also, ne? Also das Einzige, was noch in der Pipeline wäre halt irgendwie so eine richtig fette Villa oder so. Mhm. Entweder eine für alle oder jeweils einzelne für Markus und mich oder sowas. Ja, und that's it. Ja. So, alles andere, da gibt es jetzt keine größeren Ambitionen. Das wäre auch machbar. Also, das fehlt nur an einem Bauplatz gerade. Also, das ist einfach nur eine Frage des Wartens, bis dann eine Aussicht und ein Bauplatz sich ergibt oder du irgendwas kaufst, was auf dem Markt ist oder so. Ja. Du hast ja auch schon fast alles besorgt. Das heißt also, das Geld kann es nicht sein. Also, muss es einfach sein, dass du sagst, okay, wenn es kein anderer macht, dann nehme ich halt die Verantwortung dafür, das jetzt hier richtig zu machen in diesem Gebiet hier. Und das läuft ja extrem gut. Plus, wenn du halt einmal so vielen Leuten geholfen hast, bei E-Com siehst du ja nicht, wer das Produkt kauft am Ende des Tages. In seltenen Fällen. Nee. Aber ich sehe ja dann, wer bei mir zum Beispiel Kunde ist und die machen ja selber alles mit Sachen mit Kunden wiederum.
Die Kundeskunden sind ja auch Leute, deren tiefe Probleme gelöst werden. Ja. Abgenommen, Ehe gerettet, keine Ahnung, Karriere erfolgreich gewesen. Ich habe ja selber Kunden, die waren irgendwie, so die härtesten Storys sind ja Leute, ein Jahr vorher waren die auf Foodstamps oder so, ja, haben sich irgendwie, oder auf Hartz IV, haben sich irgendwie da rausgeholt, einen Job angefangen, nebenbei was gestartet, so Patrick Cattrau, der Golden Voice Academy zum Beispiel, erzählt, dass er selber, der hat irgendwie Essensmarken vom Amt bekommen, ist damit Essen holen gegangen, ist dann irgendwie als Sprecher, hat er sich nebenbei was aufgebaut, konnte dann davon okay leben, ist dann bei uns ins Training, um das Know-how weiterzugeben, der macht mittlerweile sechsstellig im Monat, der kann sich das alles erfüllen, kann alles absichern, das ist halt geil, wenn du einfach dann hunderte dieser Stories wieder hast, dann weißt du auch, wen du es machst, weil ich weiß, ich mache heute irgendwas und in 10 Jahren kommt irgendjemand zu mir, der sagt mir, ich konnte meiner Mutter ein Auto kaufen. Ja. Und ich weiß es ja jetzt schon. Das hat sich anzipiert, das jetzt schon, und dann denke ich mir so, ja, wenn ich jetzt heute jetzt hier chille, ich bin jetzt ein bisschen krank zum Beispiel, wenn ich so heute das Interview mit Sebastian nicht mache, dann kommt der Podcast vielleicht nicht raus, dann hat aber irgendeiner, sieht ihn jetzt nicht, den er aber sehen muss, dann hat er keinen Impact davon, dann ist das auch wieder scheiße. Und dann ist es ein Paralleluniversum, ist es aber dann geiler, weil du es gemacht hast, also machst du es halt, damit das dieses Universum wird, und dann machst du es halt. Ja. Das ist wirklich so, also warum mache ich daily meinen Job? Ja, irgendeiner muss den machen, und also irgendeiner muss ihn machen, B, was sollst du sonst machen, und ich wüsste nicht, was sonst machen soll, so, weißt du? Also, ja, weil da relate ich sehr stark mit, weil mir hat so nach diesen 1-2 Jahren, wenn du so ein Offer und sowas durchknallst, hast du irgendwie eine Menge an Kunden, die ersten waren auch irgendwie nicht so geil, und dann wird es immer besser und sowas, und irgendwann langweilt dich so ein bisschen das Tagesgeschäft. Bei mir war es zumindest der Fall, so ist man halt selber so, ey, mach doch jetzt, so, ich weiß, das funktioniert, mach doch einfach. Aber dann diese Schicksale der Brands vor Augen zu führen oder der Founder dahinter, so, bei Falkenthal zum Beispiel, so, die machen so Fahrradrucksäcke und so, du bist kein Fahrradfahrer, glaube ich, aber, nee, ich auch nicht. Aber bei denen schon mal gehört. Schon mal gehört? Ja. Auch bei den Fahrradfahren hast du schon mal gehört. Ja. Und bei denen ist zum Beispiel so das Ding, 2 Studenten, so, waren in einem nicht so geilen Job vorher, haben jetzt eine Brand aufgebaut, ist 8-stellig, Familie ist dort angestellt. So, und jetzt leben die das Leben. Wenn ich da nicht mehr mit drüber schaue, dann ist deren ganze Familie eventuell im Arsch. Ja, und diese Verantwortung? Das ist halt das Thema, dann hast du die Verantwortung und denkst du, okay. Aber es ist besser, mit der Aufgabe zu leben, als keine Aufgabe zu haben. Das ist halt einfach dieses Privileg, Verantwortung tragen zu dürfen für irgendwas, ist halt geil. Das ist halt so, da gibt es diese Jordan Peterson-Speeches zu, wo du zum Beispiel sagst, so, wenn du einfach nicht weißt, was du im Leben machen sollst, wäre halt irgend so ein Stein, so Sisyphus-mäßig, und rollt halt den Berg hoch. Auch wenn er jeden Tag wieder runterrollt, ist halt besser, du hast mal gesagt, das ist so mein Stein, für den bin ich jetzt verantwortlich, und du hast dadurch als Mann im Kontext, hast du dann irgendwie wenigstens was zu tun und eine Verantwortung. Und du musst halt wortwörtlich einfach sagen, ich fühle mich verantwortlich für diese Ecke dieser Welt so, und die mache ich jetzt schön. Ja. Und gut. Nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann, wenn das dann auch noch eine Sache ist, die einen großen Impact haben kann, weil es halt dann skaliert oder weil es ein großes Problem löst und so weiter, ist halt ziemlich, ziemlich cool. Und so musst du das Ganze betrachten. Irgendwas musst du sowieso machen. Voll. Alles wird irgendwann zur Routine. 100%. Ich sitze ja auch im Live-Call, frag mich zum 100. Mal, Montagabend zum Beispiel, hey Andreas, wenn ich die ersten Mitarbeiter einstelle und so weiter, wie mache ich das denn? Und ich traue mich das nicht und so weiter und so weiter. Und dann kenne ich die Antwort schon. Ich habe das Gespräch einfach wirklich 150 Mal gefühlt, schon gemacht. Ja. So, ich höre mir den ersten Satz an, ich lasse den dritten Satz auch noch reden, ich brauche das nicht zu wissen, ich brauche nicht mehr zu hören, weil ich schon weiß, was die Antwort ist. Die Antwort ist, dann lasse ich halt ausreden, weil ich will nicht unhöflich sein, das gehört auch dann zum Live-Call dazu, weil andere hören ihn zum ersten Mal. Dann lasse ich halt ausreden, dann schalte ich mich wieder an und dann sage ich, pass auf. Das Problem ist, du selber würdest dich halt nicht anstellen lassen. Das heißt, du hast jetzt Angst davor, jemanden einzustellen, weil es für dich so ist, als würdest du eine andere Person versklaven. Und weil du keinen Schaden anderen Leuten zufügen willst, stellst du diese Person jetzt nicht ein, richtig? Also, genau das ist es so, wow. Ja, aber ich habe das jetzt 150 Mal geführt, dieses Gespräch, deswegen weiß ich auch, dass das die Antwort auf dein Problem ist. Dann haben die die Erkenntnis und dann stellen sie Leute ein, dann sag ich dir, hey, was ist, aber andere Leute sind anders als du und die meisten Menschen wollen nicht selbstständig sein, für die ist ein cooler Job voll geil, wenn du dir das zur Verfügung stellst, und dann gehst du halt deine Routine durch und dann checken wir das und dann weißt du doch, wie du es erklärst am 150. Mal, dann gibt es ein Breakthrough, das Video gibt es auch schon im Training, aber es bringt es ja nicht, weil du es ja immer noch mal live hören musst. Und dann weißt du einfach, aber wenn ich das ihm jetzt sage, wird sein Leben besser, die Leute werden eingestellt, sie kriegen einen coolen Job, und es hat wieder so einen Effekt. Und du hast ja mittlerweile einfach, ich habe ja mittlerweile Kunden aufgebaut, die haben ja selber 60, 70 Mitarbeiter. Ja. Da hängen dann so viele Existenten dran, an so einem Satz, den du dann nochmal sagst, dann sagst du dann gerade so. Ja, bisschen wie Coaching ChatGPT. Ja, ich bin Baulig AI. Ja, vom Keyword und dann zack. Aber ich behaupte, die AI wird diese Sprünge nicht machen können. Ach Quatsch. Diese Assoziationsketten, das wird schwierig. Guck mal, jetzt haben wir über ein paar große Sachen. Ich baue die. Was wahrscheinlich irgendwann der Fall sein wird. Dafür kommt das nächste Softwareprojekt bei euch. Ja, aber ich glaube nicht, dass du dann der AI glaubst, weil die AI hat die Erfahrung nicht gemacht.
Ja, das, also kommt die, das wird das Problem sein. Die Sporen kommen dann noch dazu. Jetzt haben wir ein bisschen über die geilen Sachen geredet, also die Perspektive. Ich finde, und deswegen wollte ich unbedingt auch hierher kommen, so ein bisschen über die Wackness des Marktes reden. Weil ich finde das schon, sagen wir so, wenn man weiß, wie es geht, erkennst du ja recht viel Wackness. Ja, klar. Also. Und das finde ich ganz lustig. Weil also fast ausschließlich. Ja. Aber worauf genau spielst du jetzt an? Also im Prinzip finde ich ein Thema super, super spannend, dass sehr lange irgendwelche Technologievorsprünge, irgendwelche Traffic-Hacks oder was weiß ich, immer so der differenzierende Faktor waren. So, du wusstest was Ja. Und deswegen hast du mal eben ein, zwei Jahre Leute umrundet. Und seit dieses Wissen immer mehr commoditized wird, hast du eigentlich immer mehr so einen vergleichbaren Konkurrenzfaktor, dass es jetzt mal tatsächlich darauf ankommt, mal was Gutes zu machen. Ja, klar. Und an der Stelle scheitern immer viele. Also diese Traffic-Hack-Nummer, sagen wir mal, die so von 2012 bis 2018 spannender war, lag halt daran, weil die Margen so gering waren, dass jeder Traffic-Hack relevant war, um 5-10% rauszukitzeln. Ja. Seit alle High-Ticket verkaufen, also seit wir das publik gemacht haben, klar haben andere das gemacht, aber das Thema kam mit uns, ist halt das kein Problem gewesen, weil die Marge für jede Art von x-beliebigen Marketing nahezu ausreicht, um immer noch Resultate zu haben. Voll. Das heißt, du machst dann dein Geld, aber die Frage, ob du die Hacks und die Tricks und das Werbetexten und so weiter und das Hochpreiswerbetexten vor allem beherrschst, macht halt Unterschied aus, ob du 15% Rendite hast oder 50. Also ist schon ein Differenziator da. Total. Aber du verdienst halt Geld, auch wenn du nicht so gut bist in der Zielgruppenansprache. Mhm. Das ist nämlich der Faktor. Denn wenn du im E-Com schlecht bist, dann zahlst du jeden Tag drauf. Aber trotzdem ist umso relevanter eigentlich so die Marktreife, die Sophistication des Marktes, der jetzt gerade die Buying Audience ist, wirklich im Blick zu halten. Und ich finde, dass auch vor allem im Coaching- und Consulting-Markt, was ich so gesehen habe, dass die Trendschärfe bei den Top-Playern sehr hart wird. Also, dass du sehr starke Unterschiede siehst zwischen wirklich, du siehst es von außen schon, aber du hörst es auch, was für Themen angesprochen werden, wie relevant die Themen vor allem werden, weil sich das ja auch total auf alles, was dahinter hängt, auswirkt. So, also ihr habt, als ihr zum Beispiel, kannst mich natürlich korrigieren, wenn das falsch ist, aber als ihr zum Beispiel Geschäftsführertraining oder die deutlich höherpreisigen Sachen, also weiter im Back-End gemacht habt, euer Marketing ja auch stark auf solche Themen geschiftet, weil ihr die einzigen wart, die das ansprechen konnten. Ja klar, das hat ja keine eine große Firma gehabt. Also bis heute haben ja, also jede einzelne Person, die bis heute eine große Firma hat, sagen wir 8-stellige Coaching-Company, also richtig 8-stellig, nicht mit diesem Pseudo-Closes, wie jetzt sehr viele, also ich meine jetzt nicht mal eine spezifische Person, aber es sind ja so viele Leute, die ja so irgendwie auf 3 Jahre irgendwelche Pakete abschließen. Klar. Oder irgendwie so gar keinen Vertrag machen. Und das ist nicht das 8-stellige, von dem ich rede, sondern ich rede von einer echten Company. So. Jede Einzelne, die das macht, habe ich entweder mit gegründet, mit bearbeitet oder indirekt mit beeinflusst bisher. Und ich kenne jetzt wirklich im Coaching-Markt keine Einzige, die das Geld macht, wo ich nicht irgendwie was mit reingegeben hätte, stand jetzt. Und das ist so. Also ich will hier keine Einzige nennen. Vielleicht doch den einen Kollegen mit dem Trading, da habe ich nichts mit zu tun. Stimmt. Die machen 8-stellig. Sonst fällt mir gerade doch eine oder zwei. Also der Punkt ist 2/3. Ja. Sagen wir so. Da habe ich irgendwas mitgemacht. Oder die haben einfach alles übernommen von den Prozessen, wo dann irgendwie deren Berater das dann von uns hatte oder wusste. Uns hat ja vorher keiner auf dem Level eine Firma gebaut. In dem Markt, mit diesen Online-Themen auf diese Art und Weise. Und ist ja okay. Also ich sage ja nicht, dass ich jetzt da den Stuff erfunden habe. Ich dachte, ich habe mit beeinflusst, weil wir zuerst auf dem Level waren. Es gab nicht auch irgendwelche Seminaranbieter. Die hatten noch 8-stellige Sachen mit Seminaren gemacht. Aber das ist halt ein Kostenblock, der ist halt so hoch. Das war super margenschwach. Ja. Also die Leute haben ja nie Geld verdient. So. Nicht nennenswert. Das war alles im Backend, im dritten Jahr haben die dann irgendwie Profit gemacht mit dem Kunden oder so. Ein bisschen Ego streicheln, dass das Seminar voll ist. Ja, also ganz ehrlich, so jeder, der so es braucht, also jeder, dessen Funnel-Entry-Point es ist, auf der Bühne rumzuhüpfen und so weiter, checkt halt Online-Marketing gar nicht. Fakt. Oder der braucht es halt, um für sein Ego zu feeden. So. Das ist auch der Grund, warum wir es heute nicht machen, weil natürlich ist es geil, vom Seminar zu verkaufen. Super geiler Entry-Point in den Funnel. Aber es macht mehr Sinn, hinten zu starten und das nach vorne das irgendwann zu addieren. Ja. Wir werden ja auch wahrscheinlich mal irgendwie so ein Seminar machen oder mal so ein Open Convention oder sowas. Oder mal irgendeine Art von, vielleicht dreimal im Jahr irgend so ein Open Seminar, wo dann irgendwie 5000 Leute kommen sollen oder so. Das wird ja auch noch kommen. Aber es hat noch Zeit und vor allem, worauf ich hinaus wollte, es ist halt eine nicht skalierende Sache. Es ist vor allem eventbezogener Umsatz. Das finde ich extrem schlimm. Eventbezogener Umsatz, es gibt nichts Schlimmeres für mich. Als irgendwie, ich finde es jetzt cool so, Webinar gemacht, geil. Klar. Hochpreis-Werbetexten gelauncht, könnt ihr uns auf werbetexten.com euch ansehen. Millionen jetzt damit gemacht, cool, aber das ist jetzt nicht so Daily Revenue.
So, ja. Ich finde es cooler, jeden Tag 200.000, 300.000 oder mehr zu machen, als einmalig eine Million an einem Tag. Ja. Und das ist ja bei uns der Stand. Und das ist halt spannender. Ja, das deckt sich auch wieder sehr stark. Denn ich finde, die Parallelen, die sich dort zwischen Coaching, Consulting und E-Com abbilden, sind doch schon deutlich stärker, als viele Leute eigentlich wahrnehmen. Ja. Denn auch in der Frontend Acquisition aktuell schiffen wir sehr viel, wirklich die größeren Pakete zu verkaufen. Jetzt nicht Pakete im Coaching-Bereich, sondern das Produkt, das Hero-Produkt mit dem Add-on, mit irgendeiner Subscription dahinter, mit den Punkten, die da halt dazu kommen. Einfach um zumindest diesen margenstarken Drive, den wir aus dem Consulting zum Beispiel kennen, zu simulieren. Aber dann auch die zusätzlichen Produkte, die ja auch günstig sein können, im Backend verkaufen zu können, wenn der Kunde schon gehört. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr starke Parallele, die sich da abbildet. Na, das Problem ist, es gibt auch nicht so viele Kunden in den meisten Subnischen. Wenn du mal drüber nachdenkst, du machst Consulting für irgendeine Subnische, wo es 30.000 Firmen gibt oder so. Davon kommen nur 3.000 in Frage für deine Super-High-Tickets. Ja. Du musst nahezu in deinem Markt deine Leute von 0 auf 1, von 1 auf 2, von 2 auf 3 bringen, damit du nachhaltig die ganze Zeit verkaufen kannst. Was wir halt auch hinbekommen. Das heißt, wir haben halt eine unfassbar hohe Upsell-Quote. Also die Leute sind so happy bei uns und machen Geld und dann bleiben die da, machen noch mehr Geld und das ist das Ding bei uns. Wir haben wenig diese Quereinsteiger, die von der Seite kommen und direkt sagen, hier hast du, keine Ahnung, 60.000 Euro oder so direkt. Natürlich auch. Aber es gibt halt auch faktisch gesehen nicht so viele Menschen, die jetzt auf dem Level unterwegs sind. Ja. Also die exakten Zahlen von der Firma, es gibt halt nur 10% aller Unternehmen machen eine Million im Jahr. Das ist nicht viel, eine Million im Jahr. Aber es sind nur 10%. Also 90% aller Selbstständigen können dir gar keine so richtig fünfstellige Summe zahlen für irgendwas, weil du hast eine Million Umsatz, 15% Umsatzrendite bei den meisten Companies, dann haben die 150, das ist 200.000 Euro Profit sein. Das ist ja deren frei verfügbare Summe. Ja. Sollen die dir jetzt ein Viertel ihrer frei verfügbaren Summe oder die Hälfte geben für irgendein Training? Das geht meistens nicht. Also können die ja nur niedriger investieren, wenn du solides machst, wenn du irgendwelche Pseudo-Closes machst, die hinterher alle platzen, weil die Leute es ja dann doch nicht zahlen können. Ist halt wack. Faktisch. Wack. Ja. Das ist ja die Wackness, von der wir sprechen wollen. Hundertprozentig. Und dann hast du halt auch noch diesen Faktor, dass wenn du halt auf der Produktseite nicht lieferst, du halt auch einfach extrem dir das ganze Backend abschneidest, also das Ding kategorisch falsch aufziehst. Also dieser Gedanke, ja, ich verkaufe das erste Produkt und ist der Kunde da und weiß, ob der zufrieden ist, ach, keine Ahnung, die Tickets verwalte ich eh nicht selber, so nach dem Motto, und dann ist es nachhin. Aber das ist auch ein Faktor, den wir echt stark bereinigen mussten, also diesen Glaubenssatz. Das kommt sehr stark von diesem Scheiß für das Produkt, ich klaue irgendwas bei AliExpress, das wird dann erstmal in Luft, bevor ich dafür 80 Euro verkauft. Und am Ende des Tages, die kaufen bestimmt irgendwann nochmal ein zweites Mal. Aber da fliegst du ja im Coaching auch hart auf die Fresse. Ja, Coaching ist ja auch, wobei, diese Produkte sind eigentlich noch einfacher hinzurichten als jetzt irgendwie einen B2B-Anbieter zum Beispiel. Einfach liefern, was versprochen wird. Wenn du nicht lieferst, was du versprichst, dann bist du ja sofort bei Verbrauchern. Der Verbraucher ist ja ein super scheues Reh. Der macht dir sofort fertig. Wenn du einmal anfängst, einen negativen Ruf hast, dann kannst du die Firma umbenennen. So. Das ist im Consulting, im B2B ein bisschen länger. So, ne? Aber selbst da ist das ein Problem. Also da haben ja auch einige Leute ihren Namen verbrannt mit irgendwelchen Aktionen und so weiter. Die sind auch nicht mehr da dann. Das ist selbstverständlich auf der Welt sollte es sein, ein geiles Produkt zu haben. Hundertprozentig. Leider ist es das ja nicht. Und daran scheitert halt sehr viel fundamental im Business. Genau. Thema, ich meine, dass eure Dienstleistung funktioniert, sieht man ja in den Case Studies, die ihr habt. So, das braucht man ja nicht überdenken. Trotzdem, egal wie gut man es macht, bist du nicht dagegen gewappnet, dass auch mal ein bisschen Scheiße auf einen geworfen wird, obwohl du faktisch alles richtig machst. Und ich finde es sehr beeindruckend, muss ich sagen. Auch auf Augenhöhe hier, was ich sagen muss, ihr seid extrem oft viel, viel, viel stärker und habt es gar nicht auch nicht abprallen lassen. So. Also es ist gar nicht an euch rangekommen, wenn immer irgendwas passiert ist. Ach so, also kommt davon was, aber ist allgemeiner Hate irgendwie? So ja, genau, im Internet, solche oder? Themen. Weil auch Brands erleben das ja. So, wenn du mal ein bisschen Werbung schaltest und nervst. Ich nehme alles, was online stattfindet, gar nicht als reale Sache da. Also wirklich so, wenn so ich habe jetzt wieder so ein viral laufendes TikTok, 1,1 Millionen Views, da schreiben mir jetzt irgendwie 4.000 Leute, ich hätte keine Freunde oder so. So ein Mensch wie der kann keine Freunde haben. So. Wenn ihr 4.000 Leute seid, seid ihr nicht mal eine einzelne Person. So eine Masse ist für mich nicht mal eine Person. Ja. Wenn jemand was Einzelnes, Gezieltes schreibt, das ist mir dann so, okay, ist schon lustig. Aber ich schicke mir auch die lustigsten Beleidigungen, die schicke ich auch durch die Gruppen und so. Ne? Dann machen wir uns kaputt drüber. Ich bin so abgestumpft, ich bin so innerlich tot, was dieses Thema angeht, was online irgendwas ist. Ich habe ja auch alles schon hinter mir, Mann. Also bestimmt nicht, ich will nicht mehr noch erleben müssen. Aber ich habe schon sehr, 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 sehr viel hinter mir von medialen Themen
über alle, keine Ahnung, waren mal alle drei Folgen irgendein Böhmermann-Podcast, immer so ein Joke drin, ist auch lustig. Es triggert halt eigentlich nicht, es kommt nicht mehr an. Es kommt nicht mehr meinem Nervensystem an, wenn du mich beleidigst. Da kannst du mich jetzt hier einfach von vorne bis hinten beleidigen, ich würde mich allenfalls hier sitzen und lachen. Ja. Also, das passiert nicht, aber wenn ich auf der Straße irgendwann beleidigen würde, direkt in mein Face, du kannst mich nicht treffen mit irgendetwas mehr. Ich bin komplett innerlich tot, was das angeht. Es ist einfach nicht mehr möglich. Ja, gutes Real. Albino mit Augenringen triggert mich nicht. Kannst mich nicht mehr mit sowas holen. Hab ich noch nicht gehört. Das ist einfach unmöglich. Ja, das sind eine Handvoll lustige Beleidigungen, wenn die kommen. Die sind so lustig, dass ich einfach kaputt lachen muss, dann scheren wir die. Ja. Und dann in so lustige Meme-Gruppen. Ja. Aber das so 0815 Hate, so ist ja einfach, es kommt, ich meine, wer macht das denn? Ahnungslose Leute. So, ne? Ab und zu hast du dann irgendjemanden, der das im Markt macht, irgendwelche kleineren Selbstständigen sich irgendwie profilieren, da gehst du auch nicht mehr drauf. Letztens hat sich irgendeiner angesprochen, gefühlt durch das South Park-Video, das hat überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Dann macht er, dann kommentiert, dann hat er sein Ritalin wahrscheinlich nicht genommen, ja. Der Typ. Postet irgendwas? Hast du gesehen? Er hat auch noch sogar noch homophobe Äußerungen da eingebaut. Ja, ich habe es gesehen. Also irgendwie, ich habe gecringed. Das war nicht gegen mich adressiert. Er hat noch irgendwelche Worte benutzt, die auch noch homophob zu verstehen sind. Und ich mir denke so, Alter, du, A, es geht in dem Video gar nicht um dich. B, das ist ja total der Selbstfick, was du gerade machst auf deinem eigenen Profil. Du hast ja bestimmt gesehen, denkst du, was für ein Spaß. Ja, ich dachte mir, was geht hier denn ab? Der hat sich ja komplett selber auseinander damit demontiert. Das ist halt, wenn jemand mal seine 5 Minuten hat, und ich denke, der hat seine Medikamente nicht genommen, und dann irgendwie im Internet ausrastest, dann habe ich dann im Kommentar so, jo, das hat mit dir nichts zu tun, und by the way, deine Sprachwahl finde ich nicht super, so. Mhm. Das ist ein bisschen komisch. Und dann hat er seinen Beitrag wieder gelöscht nach 3 Stunden, so. Ja. So, jetzt könnte ich halt hingehen. Ich meine, gut, jetzt haben wir jetzt das Thema angesprochen, aber ich hätte jetzt noch einen Post machen können mit den Screenshots davon. Ne, weil ich war auch schon überlegen, so, ja, okay, finde ich nicht so in Ordnung so. Machst du mal ein paar Screenshots, vielleicht ist es doch anwaltlich relevant irgendwann mal. Jetzt auch sofort einen Post machen können, wo ich ihn halt dafür hinrichte komplett. Nicht mehr jetzt, nenne ich ja seinen Namen. Nee. Du weißt ja, wer gemeint ist. Ja. Die Person ist richtig Banane. Aber du könntest ja da voll die Storys draus machen jedes Mal. Klar. Aber das ist eine schöne Sache. Machst du ja dann nicht, weil... Es ist nicht cool, von oben nach unten zu treten. Nee, es wird ja auch, wenn nur von unten nach oben geschluckt. Genau. Also auf Augenhöhe kannst du schon mal irgendjemanden einen Disput führen. Jungs, aber die Person, nein, ich hab gar keinen Beef mit irgendjemandem. Aber man sollte generell nicht auf irgendwas reagieren, was von jemandem, der unter dir steht, in der Nahrungskette ausgeht. So. Weil du gibst den Sachen ja A, größere Aufmerksamkeit, als sie verdienen. Klar. Teilweise ist es ja auch absolut, also ist meistens auch absoluter Schwachsinn, aber wenn ich mit dem Schwachsinn beschäftigt, bekommt der Schwachsinn unter Umständen noch damit Wahrheitsgehalt. Mhm. Und Feierabend. Also macht einfach gar keinen Sinn. Ja. Finde ich aber witzig in der Hinsicht, wenn man das dann tatsächlich als ja, durch WhatsApp-Gruppen schicken kann. Ja, das ist halt eigentlich mal lustig. Jeder hat bestimmt eine WhatsApp-Gruppe, wo er sich lustige Szene-Sachen durch die Gegend schickt. So. Das finde ich auch ziemlich witzig. Aber dann gibt es noch diesen anderen Faktor, dass ihr es ja geschafft habt über eure Brandmaßnahmen, über Awareness-Kampagnen, die ihr gefahren habt, aber auch über einfach so viel Content, der rausgehauen wird, so ein Brand-Image aufgebaut habt, dass jedes Rauschen, was irgendwie links und rechts passiert, eigentlich sogar brandfördernd ist, weil einfach die Aufmerksamkeit kommt. Ja, das ist halt eine sehr, sehr interessante Sache gewesen. Ich habe halt früh festgestellt, dass gerade wenn du halt dann, ich habe ja früher die Haare wie so eine Palme gehabt, wie so eine Ananas. Hat aber jeder früher, muss man dazu auch sagen. Ja, aber ich habe ja damit, ich hab damit 300.000 Euro trotzdem pro Jahr, pro Monat gemacht. Der andere Flex. Trotz dieses Aussehens. Und egal, was du machst, also pass auf, ich muss einfach, wie fange ich das an? Weil schließlich, es ist halt nicht zu framen, aber man muss einfach vorstellen, du bist, keine Ahnung, Mitte 20, du machst 1 Million Euro im Jahr. So, ziemlich alles, was du vorhersagst, passiert. Ziemlich alles, was du Leuten als Tipp mitgibst, funktioniert. Du weißt, dass das so ist. Das ist ja auch kein Zufall. Du weißt, dass du das kannst. So, jetzt machst du das. Und dann sagst du, ich kann das, das ist, was ich liefern kann. Dann kriegst du Hate dafür, weil du siehst aus wie Keck Mitte 20. Und du solltest das nicht können, du solltest diese Erfahrung nicht haben, solltest dieses Geld nicht verdienen im Alter. Dann versuchst du damit seriöser umzugehen, wird auch nicht angenommen. Dann sagst du irgendwann einfach, fuck you. Ich bin jetzt einfach ich selbst. Und dann triggerst du damit mit Absicht noch, weil das Ding ist für uns, der initiale Trigger sorgt ja für diese emotionale Reaktion, dass du es hatest. Mhm. Aber du vergisst es nicht und du bleibst dran und guckst es weiter. Weil du Hass ist, guck mal, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Genau.
Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Das heißt, mir ist eine Person vollkommen egal. Hass ist eine Reaktion, mit der man arbeiten kann. So, mit Hass kannst du arbeiten. Das heißt, du kannst hingehen, Leute dazu bringen, dass sie dich erstmal haten und dann das flippen, weil die Emotion ist ja auf einer Skala, ist ja da. Und du kannst damit arbeiten. Also die werden weiter konsumieren. Nicht weiter beobachtet zu werden, das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Aber wenn Leute weiter dich gucken, ist super. Und dann kommt der Mere-Exposure-Effekt. Das ist ein Bias. Je mehr du jemanden beobachtest, desto mehr magst du eine Person irgendwann. Automatisch. Ja. Automatisch. Das heißt, irgendwann flippst du sogar bei Leuten, die du hast, findest du die irgendwann doch wieder cool auf eine Art und Weise. Und dann kommt die Kompetenz dazu. Und dann kommen die Kundenstimmen dazu. Und dann kommen, irgendwie haben die doch recht, aber ich mag die nicht. Und dann kaufst du irgendwann was. Und dann findest du es voll geil, weil jetzt ist dann der Hass in totale Liebe umschwingen. Das ist dieselbe Intensität, bleibt da, wie du gehatet hast, liebst du es hinterher. Dann hast du deine raving Fans und das ist, was bei uns funktioniert. Und gleichzeitig ist das ein Schutzmechanismus, ein richtig guter, weil du ja überhaupt nicht so tust, als wärst du einer von diesen Gutmenschen. So. Ich habe voll Bock, Geld zu verdienen, Leute. Mit euch. Wenn ich euch helfe, Geld zu verdienen. True. Also, weil ihr gebt mir immer mehr Geld ihr macht. So, und ich habe Bock auf Geld. Ja. That's it. So, wir haben gemeinsame Ziele. Du kannst mir sogar mehr vertrauen, weil ich Bock auf Geld habe, als wenn ich so tun würde, als ob ich irgendwie mit dir jetzt in den Sonnenuntergang reiten muss, auf so ein Einhorn. Ja, oder wo so pseudo-dummes Gelaber ist von irgendwelchen Coaches über so ein Stuff. So, vielleicht werden wir sogar noch Freunde durch die Zusammenarbeit, aber ich bin erstmal dein Coach und erstmal dein Berater. Und ich sag dir, was du nicht hören willst, weil du es ja überhaupt nicht wissen kannst, was du hören musst. Ja. Also, wenn du es wüsstest, wie es geht, hättest du schon erreicht. Klar. So, das ist also auch noch ein Schutzmechanismus. Das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt, du guckst jetzt mal zum Beispiel, schau mal Shirin David, okay? Die hat dann jahrelang gesagt, hier, vegan ist super. Und dann macht sie McDonalds-Werbung, dann kriegst du hier einen Shitstorm. Das ist komplett vorhersehbar. Natürlich. So, vielleicht habe ich dann ein kalkulierter Move dann, keine Ahnung. Aber mir würde das halt gar nicht funktionieren, weil ich von vornherein ja gesagt habe, ich habe Bock auf Geld. Das heißt, du kannst mich mit der Tatsache, dass ich Geld verdienen will, ja nicht angreifen. Nee. Und während aber viele das halt gemacht haben, das war auch wieder so ein Marketing-Gegenentwurf dann bei uns zu der damaligen Situation, dass dann alle gesagt haben, boah, Herzensbusiness, gib mir darum, deinen Traum zu leben, deine wahre Größe zu kommen, deinen scheinenden Chakra zu öffnen, dieses dumme Gelaber. Eine Bestimmung zu finden. Aber das ist ja auch ein Aspekt davon, aber du darfst auch Geld dabei verdienen. Und wir sind halt die Berater für die Leute, die Bock haben, Geld zu verdienen mit einer coolen Sache. Ja. So. Und du kannst mich damit zwar haten, aber du kannst mir das nicht vorwerfen. Das heißt, diese Scheinheiligkeit von den ganzen Leuten ist bei uns raus. Und das ist ein Mechanismus, der funktioniert. Ja, aber es ist bei uns genau dasselbe gewesen. Also genau. Ich habe mich super schwer getan damit. Am Anfang findest du deine Stimme, guckst, was du irgendwie rausgibst oder sowas. Ich habe mich total unwohl damit gefühlt, um zu sagen, ja, wir wollen den besten Brands für den meisten Marktanteilen helfen, bla bla. Sondern erst als wir den Switch gemacht haben, zu sagen, ey, wenn es bei euch gut läuft, sind wir uns ziemlich sicher, dass wir dafür sorgen können, dass es noch besser läuft. Und das ist ja das Cringe an dieser ganzen E-Commerce-Szene. Ja. Weil alle, wenn sie Geld verdienen, so tun müssen, als ob es immer noch nicht... Impact. Als ob es einfach ihr Leben nicht beeinflussen würde in irgendeiner Form oder ob es das nicht geil finden würde. So. Ja, dann die Patek um. Ja, du hast dann Leute, die haben dann immer noch ein schwarzes T-Shirt an, aber dann eine Uhr für 100.000 Euro. Und dann hoffen sie, dass nicht auffällt, dass der Nautilus eine teure Uhr ist oder so. Ist ja okay, ich meine, aber dann tu doch nicht so, als ob es dir nicht auch um Kohle gehen würde. Ja. Ich finde das halt immer, also das ist halt bei Verbrauchermarken so, ne? Die Leute sollen mit dem Verbrauchermarkt bloß nicht merken, dass wir Geld mit denen verdienen. Jede Story braucht irgend so eine Pseudo-Scheiße. Und das Lustige ist ja dann, diese Firmen brauchen ja auch diese Pseudomission, um wacke Mitarbeiter, die kompletter Schrott sind, die nichts können, pseudo-motivieren zu können, für 2 Jahre irgendwie sich dahin zu setzen. Wenn du einfach Leute einstellen würdest, die normale Work-Ethic haben, was ja selten geworden ist, vor allem bei unserer Generation, weil alle dort mit lost sind, dann braucht deine Company auch diese Mission, diese Vision, um irgendwelche Toten zu animieren, sich wieder an einen Laptop zu setzen und irgendwie da ihren Social-Media-Post zu machen, weil sie sonst nicht fühlen würden. Ich lache mich gerade innerlich so tot, weil das ja, so viele Menschen... Ja, es ist halt physisch kaputt lachen, weil es ist komplett on point. Du brauchst diese ganze... Und das Allergeilste ist ja jetzt, das finde ich so geil, weil nicht die Tatsache, dass wir entlassen werden, aber diese ganze Kultur, die da importiert wurde, ja, wir brauchen alle unseren Google Space, bei uns gibt es Snackeria, du kannst dich massieren lassen, ja, du hast hier deinen Massagestuhl, deinen ergonomischen Ball, auf dem du rumschützen kannst. Diese Firmen im Silicon Valley, die sind jetzt die ersten, die einfach 15.000, 20.000 Leute ja, bei einem schlechten Quartal sofort entlassen. Und
Twitter ist noch viel geiler. Da waren ja scheinbar 90% der Angestellten gar nicht nützlich. Nee, der Laden läuft immer noch funktional weiter, nachdem einfach 80-90% Leute gefeuert wurden. Ja, nur Tischtennis gespielt. Scheinbar. Und deren Methoden für Mitarbeiterführung haben wir importiert nach Deutschland. Come on. Ja. So, und da hast du diese Marken, gerade im E-Com, die dann irgendwie dann so tun müssten, als ob ihr, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ob dann so ein Fahrradsattel jetzt irgendwie die Welt rettet oder irgendwie, keine Ahnung, dieses Wasser mit Fruchtgeschmack sorgt dafür, dass Bienenhonig nachgeforstet wird. Nein, oder so. Ja, das ist alles Fassade, alles Greenwashing. Greenwashing. Für extrem dumme Verbraucher. Also es hat wirklich absolut lost. Ja. Erstmal noch mit Geld gemacht. Auch einfach ein vernünftiges Produkt mit normalen Menschen auf. Du brauchst doch nur ein Drittel der Mitarbeiter. Fakt. Das wird alles wieder gegenpendeln. Das hoffe ich. Das wird jetzt in der Krise hier alles wieder gegenpendeln, dass wieder komplett normales Arbeitsverhalten in normalen Büros mit normalen, strikten Prozessen laufen muss. Weil anders hast du ja gar keine Marge. Ja. Du musst ja diese ganzen Vollidioten, diese Knalltüten da, musst ja durchfüttern. Ja, ja. Und du kannst ja diese nicht leisten, die Leute, die nicht produktiv arbeiten, weiter durchzufüttern in der Krise. Also es ist einfach, ja, ist das Ding jetzt. Ja, du bist dankbar. Ich bin dankbar, dass der Trend passiert, weil genau diese Brands, die so aufgebläht sind, die vielleicht auch mal eine Investorenrunde so gemacht haben, die kommen jetzt zu uns und es wird mal ein bisschen radikal umstrukturiert. Das ist ja das Nächste, dieses VC-Money. Ich habe erst vor ein paar Jahren verstanden, dass das gesamte Startup-Game ja ein Ponzi-Scheme ist. Ja, total. Keiner checkt es, dass Startups einfach nur ein Ponzi-Scheme sind, wo die letzte Versicherung, die zu blöd ist, weil die nur 4% Rendite braucht oder 3% pro Jahr, das Ding noch kauft, was dann einfach null sustainable ist. Ja. Der letzte Vollidiot, der noch deine Firma komplett unbewertet kauft, ist die Person, die dann abgescampt wird. Und was sind Versicherungen? Das gesammelte Geld der Allgemeinheit. Ja. Das heißt, die letzten Leute sind die ganz einfachen Menschen, die noch von den Startups im letzten Exit abgescampt werden. Ja, das ist so ein heißes Kartoffelspiel. Genau. Der Founder kommt, Kartoffel sehr heiß. Erster Geldgeber, zweiter, dritter, zerstückelt, zack. Ich bin so froh, dass ich irgendwie alles selbst aufgebaut habe, aus eigenem Geld, ohne irgendwelche Kredite und so. Das darf nicht dumm sein. So, also wir sehen oftmals, dass VC-Money ein Vorschuss ist, um die jetzig vorhandene Dummheit nicht früh zu realisieren, sondern erst später. I see. Und dann halt die Fehlentscheidungen, die dabei passieren, halt dann in einem anderen Scope, aber schon sehr heftig klatschen. Und dann ist der Schrei nach mehr VC-Money natürlich da. Wie wenn hier Papa die Allowance abgedreht hat und dann kommt kein Geld mehr rein. Ja, also wie gesagt, wenn eine Firma sich selbst nicht trägt nach x Jahren, das ist irgendwie, muss das ja irgendwie seltsam sein. So, ne? Wenn eine Firma sich von Anfang an nicht richtig dreht und die Margen abnormal geil sind, ist auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, wenn du halt so ein Big Move machst, so wie Zalando und so weiter, ist ja was anderes. Ne? Aber eine normale kleine Brand, da bringst du am Anfang ein paar 10.000 Euro mit und dann muss der erste Launch, muss das irgendwie schon wieder refinanzieren. Und dann machst du von Kollektion zu Kollektion oder von Charge zu Charge wird es größer und du baust es auf, gesund. Hast vielleicht mal eine Zwischenfinanzierung. Ich weiß nicht, was da für Finanzmittel da gibt mittlerweile. Wie gesagt, E-Com ist nicht mein Thema und dann passt das eigentlich. Aber da musst du dann nicht irgendwie extern alle anderthalb Jahre oder jedes Jahr irgendwie wieder Geld reinschießen, damit der Laden weiterläuft und alle sich da im Kreis setzen können und Kumbaya singen. Das ist halt sehr lost alles. Sinnbildlich, weil die Firmen, die am meisten Geld eingesammelt haben die letzten Jahre, waren pseudo-vegane Brands, die irgendwie so den Carbon Footprint reduzieren wollten, um dann am Ende des Tages eine tolle Investor-Story zu haben. Und ich habe es miterlebt, dass ein Food-Startup tatsächlich eine riesige Watsche bekommen hat, weil die wollten leider Geld einsammeln, aber der das VC hat denen gesagt, ey Jungs, ihr seid nicht mal voll vegan, das können wir nicht weiterverkaufen. So, das sieht scheiße aus auf unserem Papier. Hm. Also das wird schon Greenwashing auf dem Balance Sheet betrieben. Wie gesagt, ist so nicht so meine Welt, ne? Aber ich sage jedem, er soll irgendwie mit so einem Cashflow-Business starten, weil dann hast du einfach von Sekunde 1 an Kohle. Ja. Du hast keine Kosten, du legst sofort los von Sekunde 1 an. Agenturdienstleistung ist ideal heutzutage. Du lernst Marketing. Klar. Du kannst es schon, bevor du dein Geld nimmst und irgendwas dann startest. Was Größeres. Ja, unterschätzt den Move. Und direkt irgendwas zu starten mit riesiger Kapitalbindung und Risikokapital ist einfach, ich meine, auf der anderen Seite, Sagan Yalce hat gesagt, mit anderen Leute Geld, einfach das zu starten und das zu riskieren, ist eigentlich auch wieder smart. Weil es ist keiner, wenn es Risikokapital ist, hat ja keiner damit gerechnet, dass es klappt. Dann hat er gedacht, okay, ja, ich gebe 10 Leuten Geld, einer ja. Die erwarten ja, dass du scheiterst. Klar. Aber es gibt es ja auch nicht mehr, das Geld ist so einfach wie früher. Nee, also die Option ist da vom Tisch. Ich finde halt, dass wenn du wirklich schaust, okay, wie
können diese nächsten Schritte realisiert werden? Ist es, wie du sagtest, du startest entweder mit einer Tätigkeit, die dein Skill dir bringt, damit du dann in deinem eigenen Vorhaben auch eine bessere Erfolgswahrscheinlichkeit hast, um dann mit dem Geld weiterzuarbeiten. Bei euch ist jetzt ja das Thema Software relevant geworden. Ja. Finde ich sehr spannend. Also wir sind aktuell auch aktiv am Developer-Interviewen. Wir haben einfach gesehen, das ist der nächste große Hebel, weil irgendwo musst du dann ja auch mit Kapital hin, wenn du halt nicht einfach nur Cashflow-mäßig das Geld spielen möchtest, sondern am Ende des Tages auch gucken möchtest, dass du noch mehr Substanz schaffst. Und ich finde den Weg sehr spannend von euch, muss ich sagen. Ihr habt jetzt ja 2 oder 3 Solutions? Ich weiß nicht. 2. Learning Suite und? Und Umsatz.io. Umsatz.io, genau. CRM und? Und ein Learn-Management-System. Ja. Das war die logische Weiterentwicklung von den Tools, die ihr eh benutzt habt? Also wir selbst, wir werden auf Learning Suite umziehen. Das ist für uns wahrscheinlich unmöglich, uns von HubSpot selber rauszureißen, ja, weil es halt zu krass ist und es zu krass verwachsen ist. Aber wir sind auch eine mehrfach 8-stellige Brandes pro Jahr. Aber jeder, der jetzt erstmal anfängt und ein simples CRM braucht, der nicht vorhat, irgendwie jetzt, keine Ahnung, 20, 30 Millionen im Jahr zu machen, da ist einfach HubSpot Overkill. Ja. Das Tool klappt doch nicht. Also HubSpot klappt eigentlich doch nicht für diesen schnellen Vertrieb. Mhm. Die ganzen Vertriebs-CRMs, die müssen ja super flexibel sein, weil die müssen ja von dem kleinsten Firma bis zum Milliardenkonzern alles abbilden können. Was es halt viel zu mächtig macht für die kleinen Solo-Selbstständigen oder kleinen Betriebe. Ja, Overkill. Komplett. Total. Und das Problem ist, es gibt eine extrem strukturierte Art, Vertrieb zu machen. Und die meisten CRMs haben aber so eine Art Standard-Setup oder so eine Art Standard-Vorgehensweise, die halt so der eher diesem projektbezogenen Vertrieb entspricht, wo du über Jahre so Pitches machst, über Monate Pitches machst, Relationships lange hältst, irgendwann kommt ein Riesenauftrag. Ja, Deal Stages einfach. Ganz viele kleine Sales zu machen, ist gar nicht vorgesehen bei HubSpot. Mhm. Auch von den Pricings nicht. Nee, überhaupt nicht. Und bei Umsatz.io wollen wir halt genau das Ding schaffen, was ganz kurze Sales Cycles, trotzdem High Ticket, für kleine Vertriebsteams abbildet. Um dann halt unseren Vertriebsprozess direkt zu verschmelzen mit einer darauf ausgelegten Software, die auch bewusst nicht technisch so viel liefern wird, aber dafür funktioniert. Also ich will es wie Apple machen. Ich will, dass du was hast, was du nicht kaputt customizen kannst. Mhm. Wo sehr stark viel vorgegeben ist, wie es auch funktioniert. Ja. Und es wird so sein, dass wenn du eine Idee hast, die du mit Umsatz.io nicht umsetzen kannst, dass daran liegt, dass deine Idee dumm ist. Und du sie nicht machen solltest, weil es gibt voll viele dumme Ideen im Vertrieb. 100%ig. Eine dumme Idee ist wieder Vorlagen im Vertrieb. Arbeitet ihr mit wieder Vorlagedatum im CRM? Nee. Gut. Ich erzähle euch jetzt nicht, warum das schlecht ist. Das lernt ihr bei uns im Training. Aber wieder Vorlagen sind eine falsche Denkweise. Es macht mehr Sinn, ein Lead auszublenden für ein paar Tage, als ein wieder Vorlagedatum zu setzen. Wieder Vorlagedatum heißt zum Beispiel, es ist gekoppelt an einen User, an einen Sales-User. Was ist, wenn der ausscheidet? Ja. Dann erben 500 wieder Vorlagen andere Mitarbeiter, die sind noch mehr belastet, als sie eh schon waren. Irgendwann rennst du nur noch wieder Vorlagen hinterher bei so CRMs. Und deswegen sind diese Systeme wie HubSpot nicht ausgelegt auf die Leadzahl, wie wir sie in unserem Markt eigentlich brauchen. Das heißt also, wir haben da gesagt, wir brauchen ein CRM, das so simpel ist, weil bisher haben alle unsere Kunden mit Excel-Listen gearbeitet und mit Google Sheets. Mhm. Haben wir geil entwickelt, wir hatten also das Google Sheet perfekt, die arbeiten damit, die machen damit 2-3 Millionen im Jahr. Wenn wir es mit einem Google Sheet hinbekommen, schlanke Lösung, kriegen wir es auch mit einem CRM hin. Haben wir einfach das Sheet in CRM gepackt, geile Features, Workflows kommen jetzt noch dazu. Das wird geil. So, Learning Suite. Das war so, da habe ich einfach das gesehen. Die haben das schon jahrelang entwickelt, die Jungs aus Österreich. Und was erst, was ich gesagt habe, war, geil, was ist es und kann ich es kaufen? Und die so, ja, ja, klar, du kannst es auch benutzen. Ich so, nee, ich will die Software kaufen. Da waren sie geschockt. Aber es hat halt Sinn gemacht. Die haben halt ein unfassbar hübsches, ein unfassbar intuitives, geil aussehendes Ding gebaut, eine geile Lernplattform. Und dann haben wir da einen Anteil dran erworben und da ist auch, Raul Plicker hat es auch gestern noch mit eingestiegen in die Plattform, haben die optimiert darauf für das, was wir benötigen, so richtig so im Hochpreissegment und was auch Agenturen benötigen für Onboarding oder Firmen benötigen für Mitarbeiter-Onboarding. Mhm. Wir haben da das genau so gemacht, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Wir haben ja sehr viele Lösungen bei uns selbst gebaut. Wir haben ja ein Intranet gebaut, ein kleines, oder auch so ein Hub, wo deine ganzen Links drin sind. Was dein Setup braucht diese Links, dein Coaching-Onboarder braucht diese Links und so weiter. Oder da haben wir unsere Schulungen in Kajabi gehabt und haben wir all das, was wir eh nutzen als Einzellösungen, jetzt da in Learning Suite abgebildet. Super gut. Und das Tool halt gebaut, das wir selbst als Heavy-User brauchen. Ja. Wo Kajabi einfach, da mussten wir JavaScript einbauen für irgendwelche Features, da mussten wir irgendwelche Sachen mit HubSpot-Pixel machen, so weiter, die ganzen Sachen.
Und die bauen wir jetzt halt da selbst. Und Learning Suite läuft absolut geil. Direkt geil. Von Sekunde 1 an. Also es ist bei siebenstelligen ARR direkt innerhalb von 90 Tagen gewesen, was super heftig ist für jede Art von Software. Voll. Profitabel seit Launch quasi. Mhm. Umsatz.io kommt jetzt auch langsam. Da haben wir ein kleineres Development-Team, das dort ein bisschen länger, bis da Features kommen nach und nach. Da werden wir aber unser Training jetzt auch umstellen. Wir haben das noch gar nicht promoted. Wir haben nichts bisher groß gemacht dafür. Da kommen jeden Tag Sales rein. Bei Learning Suite arbeiten wir mit Enrollment Calls, wo wir Sachen halt zeigen, erstmal demomäßig zeigen, weil es noch ein bisschen teurer ist. Macht auch Sinn. Als, wir wollen auch bewusst das hochpreisig platziert, damit der Look und diese Features nicht bei irgendeinem Billigding drin sind. Es gibt voll viele Schrottlösungen, die sau cheap sind, die einfach jeder Scammer hat. Weißt ja, du? Stell dir vor, du loggst dich ein und dein Mitgliederbereich sieht aus wie der Typ, der dir vorletzte Woche keine Ahnung, irgendwas abgescammt hat. So. Da bist du wieder, hast du direkt wieder Misstrauen. Ja. So, deswegen prüfen wir genau, wer darf Learning Suite nutzen zum Beispiel. Es gibt Enrollment Calls, kann ich jeder einfach so verwenden. Ja. Damit das auch wirklich nur von seriösen Firmen genutzt wird. Dieser Look. Bin ich stark. Und dieses Design, diese URL. Also eigener Bedarf, den erstmal lösen zu Fuß. Genau. Am Ende ein Auto bauen. Und wir wollen halt dieses Baulig-Verse quasi bauen, wo du halt einfach bei uns reinkommen kannst und du hast alles gelöst. Du hast deine Anwälte, du hast deine Steuerberater, du hast deine Software, du hast alles, was du brauchst. Mhm. Und das gibt es ja auch faktisch schon. Und ist also nicht nur so, kriegst du Beratung bei uns, sondern kriegst halt einfach alles als Ökosystem, was du benötigst, um diesen überschaubaren kleinen Bereich Coaching, Beratung, Agenturdienstleistungen richtig abzubilden. Ja. Und da kommen vielleicht ein paar andere Dinge im Laufe der Zeit, aber zwei reichen erstmal. Und da ist gar nicht der Gedanke, dass es übelst krass werden muss und dass du irgendwie exiten kannst. Also, du kannst es ja theoretisch, aber es geht mehr darum, dass du halt in dieser Firmengruppe einfach so einen Markt immer mehr bedienen kannst. Ne? Es gibt ja auch den Verlag, der macht dann PR-Arbeit und so weiter. Es gibt noch ein paar andere Sachen und es klappt halt extrem gut für uns. Geil. Ja, kann ich auch mal wieder sehr stark mit relaten, weil wir sind jetzt gerade auch dabei, dass wir das Ad-Management, was wir halt bei den Brands abbilden, mit sehr wenig Manpower, was wir halt über Themen wie Excel-Sheet, über Automatismen oder sowas abgebildet haben, einfach schöner für unsere Clients aufbereiten, um dann die Usability höher zu halten. Aber in erster Linie eigentlich, um unsere Dienstleistung einfacher zu machen, damit wir es selbst als Power-User nutzen können, damit wir halt dieses neue Modell, wie die Brands gerannt werden sollten, nämlich mit wenig Mitarbeitern, die sehr effizient arbeiten, an den richtigen Stellen, mit einem großen holistischen Überblick, wirklich gegeben ist. So, und ich finde diesen Entwicklungsansatz smart, denn ansonsten bist du halt wieder in diesen Wunschtraum-Softwarefirmen, wo du irgendwas mit einem Free-Trial raushaust, wo du nicht weißt, wer das überhaupt kauft. Und dann bist du auf VC-Money angewiesen oder auf eigenes Kapital, um dann irgendwann nach 9 Monaten gerechnet mal in die Profitzone zu kommen. Alex Becker postet ja sehr, sehr gute Sachen zum Thema SaaS-Lösungen vom Mindset her und so weiter. Und es ist ja tatsächlich so, dass das Einzige, was ich mir dazu angeguckt habe, eigentlich so 3 Facebook-Posts von dem, den der gemacht hatte. Und das ist alles drin, was du wissen musst, eigentlich strategisch und funktioniert. Und er hat 110 Millionen geexited, Hyros. Er hat es 3 Jahre lang gesagt. Ja. Und er hat recht. Voll. Und deswegen fahren wir dieselbe Strategie eigentlich auch. Also es war auch wieder sehr lustig. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die halt schon Softwares haben so. Ich bin ja komplett planlos. Ich habe einfach gesagt, so, ich gucke mir auch nie irgendwas an groß. Ich habe so, yo, ist das eigentlich normal so, dass man jetzt so die Umsätze fahren kann, so schnell und so? Wie, was verkauft ihr das? Ja, wie macht ihr das denn so? Ja. Voll weird so. Und krass, dass ihr das abgesetzt bekommt und so. Ja, natürlich, weil es ist ja immer noch günstig für die Leute, die halt auf dem Level performen. Klar. Und wenn du dir das nicht leisten kannst, das Tool, dann liegt es einfach daran, dass du wack bist. Dann nimm ruhig die günstigere Schrottlösung. Klar. Aber bleib bitte weg. Ja. Wenn du halt das dir leisten kannst und den Kunden durch hast, dann nutzt du halt die Tools bei uns. Umsatz.io hingegen ist halt super accessible für jeden, der solo-selbstständig ist, aber auch das ist halt nicht jetzt for free. Klar. So, wenn du jetzt Vertrieb machen willst, ich meine, keine Demos da oder so, also es gibt natürlich eine Software-Demo, die du angucken kannst, aber entweder machst du jetzt das jetzt und committest dich direkt auf einen Vertrag und machst jetzt hier keine free Trials oder so, weil wenn das dein Vertriebsmindset ist mit Trials, dann fuck off. Ja. So, dann machst du halt, dann gibt es ja noch ein Google-Sheet, das du nutzen kannst. Klar. Also, aber wenn du jetzt von vornherein richtig machen willst, dann gehst du direkt da rein. Und das ist dieses Premium-Mindset aus dem Consulting. Da gibt es auch keine Money-Back-Guarantees oder Free-Trials oder so ein Nonsens, sondern jo, wenn für dich diese Summe ein Problem ist, in der Software zu riskieren, dann bist du nicht an dem Punkt, wo du überhaupt gerade denkst, wo du bist. Sinngemäß. Ja, die Grundprinzipien, die ihr in eurem Markt jetzt so stark angewendet habt, sind halt einfach fast 1:1 übertragbar auf andere Branchen, einfach weil es funktioniert. Ja, es klappt. Ja, dann kannst du einfach weitermachen. Der Mechanismus, der geliefert wird, genau, ist nur faktisch ein bisschen anders. Ja. Am Ende des Tages, die Kaufpsychologie, die
Positionierung, aber auch am Ende des Tages Fulfillment, ja, nach wie vor einfach ein Faktor, der beachtet werden muss und dann stimmen muss. Was cool ist bei den Softwares, ist zum Beispiel, dass wir auch, also Markus und ich, überhaupt nichts groß damit zu tun haben. Also weder mit dem Development noch mit der Vermarktung, außer dass wir halt ab und zu darauf mal hinweisen oder so oder einfach auch dafür dann auch als Ambassador stehen. Ja. Aber wir managen weder den Vertrieb noch das Marketing da groß. Das ist also wirklich, das sind autarke Themen, die autark funktionieren müssen. Ich habe nicht mal irgendwie Einsichten in die Sachen da so, ne? Also ich habe jetzt keinen Admin oder so, ich kann mir jetzt keine Instanzen anschauen oder so, also Sachen. Das interessiert mich auch nicht. Nee. So ist ja auch, User sollen ihre Sachen da machen. Ich habe da alle 14 Tage eine Sprint-Review. Mhm. Ich investiere im Monat faktisch gesehen 3 Stunden oder so in jedes Projekt und schaue mir einfach an, was die Features sind. Mhm. Und ich sage, was wichtig ist, ist das hier und das ist voll unnötig und das ist geil. Und wir developen immer das, was den nächsten größten Impact hat. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Und das weiß ich aus der Praxis. Ich weiß einfach so, yo, das ist auch super schwierig, wenn du Software machst. Du hast irgendeinen User, der kommt auf irgendeine Idee und sagt so, ich hätte gern das und das. Und die Gefahr ist so groß, weil du so wenige Kunden hast und so, das programmiere ich jetzt, juckt aber keinen. Und du machst sogar das Tool schlechter durch mehr Features. Ja. Und da zu wissen, was relevant ist und was nicht, das ist halt das Thema so. Gerade beim CRM, wie gesagt, ne? Ja, ja. Dann Leute, die nicht wissen, wie Vertrieb geht, die kommen auf die dümmsten Ideen. Und dann muss ich auch das ganze Team aufhalten. Dann kommt so eine Feature-Request. Also, okay, wie viele Leute haben das gefragt? Einer. Wer ist das? Der und der. Ich so, ja gut, der hat keine Ahnung vom Vertrieb. Also dann ja, machen wir es jetzt nicht. So, es ist halt, nicht jede dumme Idee muss man abbilden in der Software. Nee, hundertprozentig nicht. Solltest du ein Produkt allgemein nicht abbilden. Genau. Nur weil irgendjemand gesagt hat, ey, ich hätte schon gerne, wenn irgendwie diese Wasserflasche, die du verkaufst, auch noch im Dunkeln leuchtet, mich die besser finde, wenn ich die neben meinem Nachttisch stehen habe. Sowas in der Art ist es dann, ja. Ja, dann ist die Person vielleicht auch zu dumm, einfach das Licht anzumachen. Letztes Thema. Ende des Tages ist ja das Ding, ihr habt hier ein schönes Gebäude, ein paar Stockwerke, schöne Autos da vorne, hohe Ziele. Ja. Aber, was mich da sehr stark interessieren würde, ist, denkst du, dass diese hochgesteckten Ziele, die ihr habt, oder wenn das nächste Ziel genommen wird und dann die nächsten Projekte gelauncht werden, dass du an einen Punkt kommst, wo du so sagst, ey, ich kann den ganzen Markt nicht mehr sehen? Oder denkst du, okay, irgendwas muss ich eh machen? Man breitet sich natürlich aus, aber am Ende des Tages, wie soll es weitergehen? So, habt ihr 5 bis 10 Jahresperspektiven, wie ihr denkt? Nö, also diese Pläne gibt es ja in der Form nicht. Also ich plane, dass ich in 10 Jahren immer noch dieses Business in einer Form führe, schon weil du entsprechend langfristige Commitments hast. Wie zum Beispiel so ein Gebäude hier. Klar. Ja, da bist du ja drauf committed, dass du da einige Jahre mit zu tun hast. So. Und du machst ja auch Marketing-Moves, die auf Jahre ausgelegt sind. Ja, dieses Business.de-Plattform-Thema gründe ich ja nicht, weil ich vorhabe, nächste Woche wieder aufzuhören damit. So, wenn ich keinen Bock mehr auf gewisse Aspekte davon hätte, dann würde ich mir halt adäquaten Ersatz dafür besorgen, dass ich damit weniger machen muss. Du musst ja auch nicht Sachen machen, auf die du keine Lust hast. Stimmt. Du entscheidest dich ja nur dann dafür, okay, ich mache jetzt vielleicht weniger, klar, ich würde dann weniger Live-Calls machen, aber ich weiß dann auch, dann mache ich weniger Geld, die werden weniger erfolgreich sein, dann ist es halt kalkuliert. Dann muss ich ja damit rechnen, dass ich langfristig wieder Geld mache damit. Mhm. Und aber gerade weil du ja so früh so groß geworden bist und so eine große Grundlage hast und jetzt also den Druck rausnehmen würdest, das darfst du dir so vorstellen wie so eine Flughöhe. Du gehst auf eine gewisse Flughöhe und jetzt sagst du, hier oben bin ich jetzt, aber jetzt machen wir Gleitflug. Dann gleitest du noch eine ganze lange Distanz. Wenn du unten warst, dann landest du hier. Wenn du hier oben aufhörst, dann fliegst du noch sehr, sehr lange, sehr, sehr weit. Mhm. Das heißt also, du hast viel mehr Range im Gleitflug, wenn du eines Tages sagen würdest, ein bisschen weniger jetzt. Ne? Ja. Weniger Stress. Oder wir sind ja nicht mal auf totale Rentabilität ausgelegt. Also wir machen extrem hohe Gewinne. Wir haben auch extrem hohe Gehälter, Markus und ich, also im 7-stelligen Bereich. Das darf man auch, muss man auch nochmal mit einkalkulieren. Und nicht nur ich, sondern auch ein paar andere Leute kriegen sehr, sehr viel Geld aus dieser Firma. Das musst du auch nochmal einkalkulieren, wenn du unseren Gewinn betrachtest. Du kannst ja vor Steuern auch dir gerne durchlesen in den Bilanzen. Aber die kommen on top nochmal dazu. Das ist eigentlich auch der Unternehmergewinn. Ne? Ja. Das ist nicht mal auf Rentabilität ausgelegt. Also wir müssten jetzt, wenn wir so Sachen streichen würden, wie irgendwelche Rap-Videos, Baulig-Partys, irgendwelche, die Karren braucht ja theoretisch keiner, weil die Karren sind nicht mal 1% von der BWA oder so. Also das ist wirklich nichts. Lässt aber alles weg und du gehst nur auf totale Rentabilität. Nee, du brauchst keine Mitarbeiter mehr heiern für irgendwas oder machst die Doppelbesetzung, die Redundanzen weg, hörst auf, neue Projekte zu starten und machst nur Cash-In. Mhm. Dann könntest du noch mehrfach 8-stellig gewinnen, da raussegeln lassen über mehrere Jahre wahrscheinlich. Dann hast du genug Money für jede Aktivität für den Rest von mehreren Generationen eigentlich.
Ja. Ich würde jetzt einfach aufhören und ich packe eine mehrfach achtstellige Summe mit einem als Eigenkapital und lass mir Kredit dafür geben. Ja. Hab eine neunstellige Summe in Immobilien und hebel die ab und zu auch nochmal gegeneinander über den nächsten. Ich bin jetzt 34 Jahre alt, hebel die ab und zu auch nochmal gegeneinander oder so. Über 30, 40 Jahre. Ja. Infinite Game Theory. So, also wenn du dich nicht vollkommen behindert anstellst, kannst du eigentlich kaum noch irgendwas damit kaputt machen. Das heißt also, die Frage, hast du keinen Bock mehr auf den Markt, ist ja, du gestaltest den Markt ja. Also ich habe ja so viel Einfluss auf den Markt, das heißt, der Markt ist auch so cool geworden, dass es wieder Spaß macht. Wenn mir was nicht gefällt an dem Markt, sage ich auch, das ist scheiße. Das hast du ja auch in letzter Zeit auch wieder von meiner Seite aus ein paar Sachen gehört, wo ich gesagt habe, dieses Verhalten in diesem Markt geht nicht klar. Ja. Und da reagieren ja auch alle dann drauf. Du kannst ja auch viel gestalten mittlerweile. Ob das jetzt irgendwelche Leute sind, ob das Wettbewerber sind, die reagieren ja auch dann darauf und passen ihr Verhalten auch an. Ich betrachte mich in dem Sinne dann auch schon so ein bisschen als jemanden, der dann so ein bisschen vorgeht, Takt vorgeben muss in so einem Markt und gestalten kann, was jetzt der Standard ist. Ne? Also der Standard muss sein, dass alle gute Sachen abliefern, der Standard muss sein, dass hier kein unlauter Wettbewerb gemacht wird auf so eine komische Art und Weise manchmal und so weiter. Ja. Der Standard darf es nicht sein, dass irgendwie ihr sagt, ihr habt hier Umsatz X gemacht, aber eure Verträge laufen auf 36 Monate und werden alle noch wegstorniert und so weiter. Das darf es auch nicht sein, dann ist ja das ja auch wieder False Advertising. Klar. Ja, wenn jemand sagt, ich mache Summe X und er macht halt einen Bruchteil davon, ist es einfach False Advertising. So, das ist auch nicht okay. Und über so Themen dann mal anzusprechen, ist wichtig. So, wenn du keinen Bock mehr hast, könntest du jetzt halt aufhören. Aber ich bin ja auch gar nicht in dem Markt so tief drin. So. Also das Problem ist, wenn ihr halt eine Social-Media-Person seht, die halt über Coaching auf dem YouTube-Kanal spricht, heißt es ja nicht, dass ich mich den ganzen Tag damit dann beschäftige, wie man irgendwie sechsstellig im Jahr wird. So, ja. Ich beschäftige mich damit, eben eine Firmengruppe weiterzuentwickeln. Ich beschäftige mich dann damit, die Software zu machen, die jeder dann nutzen wird. Ich beschäftige mich dann damit, den Trend zu erkennen oder die Angebote aufzubauen, die es geben wird. Weil wenn ich entscheide zum Beispiel, ey, wir brauchen jetzt Werbetexter, weil der Zeitpunkt ist gekommen, wo ich die Ads nicht mehr sehen kann, weil ich muss kotzen, wenn ich die Ads sehe. Falls mal wieder gute, relevante Ads, das hast du ja auch schon angesprochen am Anfang, dann mache ich halt auf Business Day die Werbetexter-Ausbildung und zack, hast du auf immer demnächst 1.000, 1.500, 2.000 Leute, die werden bessere Texte schreiben. Das wird einen Impact haben. Ja. Das wird dafür sorgen, dass alle mehr Geld verdienen, by the way, und ich auch mehr Geld verdiene. Und dann kreiere ich mir halt das Ding. Wenn du halt in der Position bist, wie wir es sind, wo du halt den Markt tatsächlich formen kannst, so richtig Terraforming-mäßig, dann ist sie entspannt. Ja. So, wenn mich irgendeiner abfuckt mit irgendwas, dann habe ich auch die Mittel, mich dazu melden, das Verhalten einstellen zu lassen. Und wenn irgendwas irgendwie wäre, kannst du ja auch, du hast auch die Mittel, like, gegen was vorzugehen. Klar. Oder im Zweifelsfall, wenn ich einer richtig abfuckt, dann mache ich einfach sein Offer. Rest in peace. So, weißt du, du musst ja überlegen, so. Wenn du mich jetzt den ganzen Tag, du bist jetzt irgend so ein Typ, keine Ahnung, machst du 2, 3 News im Jahr, du denkst halt den ganzen Tag, du kannst irgendwie hochziehen. Digga, ich hole mir einfach irgendeinen Dude und ich baue den auf und lass den ein Offer machen und wir ersetzen dich. Ja. So. Also kannst du einfach tatsächlich hingehen und einfach terraformen ab einem gewissen Zeitpunkt und einfach dann das Ding so gestalten, dass du Bock drauf hast. Geil. Ja. Und der Markt ist ja geil. Also es gibt ja, guck mal, der Beratermarkt, um das mal abzuschließen, das Gedanke, der Berater- und Agenturenmarkt, sind die in Anführungszeichen Waffenlieferanten von Marketing und Vertrieb für jede Branche. Es gibt nichts, was so sehr das dann gestaltet. Du musst überlegen, was ist der Impact davon, dass wir direkt oder indirekt und wie viel Schusskraft wir dabei hatten, ist auch wieder vollkommen egal jetzt, aber es ist ja nicht zu verleugnen, dass wir diese Fließbandagenturen so ein bisschen kreiert haben. Stimmt. Die aber jetzt in jedem Markt, in jeder Branche gibt es irgendwie 100 oder so. Und die machen alle Geld damit. Das heißt, der Mittelstand muss ja tausende Unternehmen haben, die Mitarbeiter gewonnen haben plötzlich Neukunden gewinnen. Ja. Dieser Impact ist ja so groß. Soll ich jetzt aufhören, ist ja dann ein Vakuum da. Und dann weiß ich, wenn ich aus dem Vakuum rausgehe, weil ich bin einfach das Beamtenkind. Vor einem katholischen Gymnasium oder so, Alter. Ich bin aufgewachsen, ich habe überhaupt represent. Natürlich. Ich bin zwar nicht ultragläubig, aber katholisches Gymnasium ist hardcore, was an Indoctrination. Ist so. Du kommst nicht auf irgendwelche Faxen oder so. Du hast keine dummen Ideen. Dein Default-Mode ist nicht wie bei den meisten Selbstständigen, boah, ich ziehe die Person jetzt irgendeinem Vertrag ab oder sowas jetzt. Ne? Nee. Du gehst, oder dann bist du noch im Beamtenhaushalt so. Mein Vater arbeitet beim Finanzamt so. So, ich käme auf die Ideen gar nicht, die irgendwelche Leute da teilweise machen. Weiß ja eh jeder mittlerweile, was da läuft. Aber der Punkt ist ja, ich komme auf diese Ideen nicht so, ne?
Ja. So, wenn ich jetzt weggehe, mit meiner hoffentlich, und ich sage nicht, dass es gibt bestimmt Leute, die sich auch von uns mal unfair behandelt gefühlt haben. Und die sagen, keine Ahnung, die Customer Experience war vielleicht nicht so geil an der Stelle oder so. Ne? Aber wir haben die besten Intentions damit, so, ja, mit dem, was wir machen. Wenn ich jetzt weggehe und dieses Vakuum hinterlasse in diesem Raum und dann gefüllt von irgendeiner Knalltüte wieder, die wieder irgendwie, wie vorher, als alle, ja, vor, also gefühlt, bevor wir so groß geworden sind, haben wir gefühlt alle irgendwas abgescampt die ganze Zeit. Ja. Seit wir da sind, passiert das weniger, weil du wirst ja auch dafür outgecallt, wenn du den Scheiß machst, mittlerweile. Ja. Wenn ich jetzt da weggehe, ist wieder Wilder Westen angesagt. Ja. Deswegen ist das für mich eigentlich gar keine Option. Ja. Und vor allem, weil ich auch die Implikationen dann für Deutschland kenne. Also den heftigen Impact. Weil wenn wir, keine Ahnung, über 30 Millionen Jahr machen im Jahr, heißt das, irgendwo anders sind bestimmt 500 Millionen bis 1 Milliarde oder 2, 3 Milliarden irgendwie gedreht worden. Und das ist mein Percentile-Anteil davon. Mhm. Geil. Ist weg. Irgendwas bricht irgendwo zusammen, wo du gar nicht weißt, dass du es warst. Dass, ja, du es ausgelöst hast. Das ist ein richtiger Butterfly-Effekt. Stell dir mal vor, in Deutschland könnte keiner setten und closen jetzt. Das ist genau das, worum es hier geht. Stell dir vor, in Deutschland wäre keiner auf die Idee kommen, Mitarbeiteragenturen zu pushen. Böse Zukunft. Stell dir mal vor, in Deutschland wüsste keiner, keine Ahnung, wie man Zapier irgendwo richtig connected im Mittelstand. Dann wäre es aber böse. Also selbst die Leute, die im Mittelstand am meisten gerade machen, habe ich ja aufgebaut und erfunden. Verstehst du? Also jeder einzelne, also wirklich jeden einzelnen Berater, der sagt, ich mache gerade irgendwie Beratung für Handwerker oder Agentur für Handwerker oder irgendwas im Mittelstand, jeder arbeitet nach Konzepten von uns. Es gibt wirklich, nenn mir einen, einer soll sich gerne mal melden, der sagt, komm, ich habe noch nie was mit dir zu tun gehabt. Dann frage ich dich, wen hast du dir angeguckt? War ich. Den habe ich sogar gebaut, den habe ich groß gemacht, der ist bei mir im Training, der ist im Training, die Agentur ist im Training, die Agentur ist im Training, die Agentur ist im Training. Das ist das Ding. So, wenn ich rausgehe, ist da dieses Vakuum, dann ist Wild Wild West und wahrscheinlich fahren wir alles ab gegen die Wand. Ja. Das war richtig geil. Eine Sache, die ich mir da rausgezogen habe. Ob das so ist, so stelle ich mir das vor. Aber wenn du halt so aufwachst, das ist so dein Anspruch. Ja, das finde ich aber geil. Und genau das wollte ich auch gerade sagen, dass ich mir das an der Stelle aus Dive das gerade rausgezogen habe, aus dem langen Satz, aus den mehreren Sätzen. Ja. Dass du erstmal natürlich nicht die mühsame, aber die notwendige Arbeit gemacht hast, ein gewisses Standing zu erreichen. So, das ist ja auch auf jede Brand übertragbar, auf jede Firma, die irgendwie was machen möchte, um dann halt die Freiheit zu haben, zu gucken, wie forme ich mir meinen eigenen Alltag oder meine eigenen Zukunftswege, die ich habe, um dann halt zu gucken, was ist jetzt für mich der beste Weg und was sind die mittelbaren Folgen, wenn ich jetzt diese Wege einschlage. So, das heißt, dieses Rad größer zu drehen bei euch, dann aber auch den Impact zu sehen, der kreiert wird, um dann zu schauen, okay, wie können wir entweder mehr Wert stiften in diesem Markt, den wir mittelbar oder unmittelbar spielen, aber dahinter auch noch, wie können wir unsere Firma aufbauen, sodass du in deiner Geniezone bist, damit du halt diesen Impact kreieren kannst. Genau. Das ist einfach eine geile Luxussituation, wo deutlich mehr Brand-Owner auch eintappen sollten, denn wenn der Brand-Owner natürlich keinen Bock hat, sich vor UGC-Videos irgendwie das T-Shirt auszuziehen, verstehe ich das total. Total. Aber deswegen die Firma irgendwie auf Sparflamme laufen zu lassen, weil er keinen Bock hat, das Ding größer zu drehen, Mitarbeiter reinzuholen oder halt nicht irgendwie sich von der nächsten Agentur scammen, ja, zu lassen, ist natürlich eine Position, in die man sich reinarbeiten sollte, einfach damit man sich selbst, seiner Familie, aber auch dem Markt einen Impact geben kann. Und ich stimme dir total zu, auch katholisches Gymnasium, sehr strenge Erziehung oder so dahinter oder auch mal wirklich konservativ erzogen zu werden, bringt einem einfach ein paar Gedanken mit, die dann auch das eigene Handeln so in einen Rahmen gießen, dass es faktisch keinen negativen Impact haben kann, Wert zu stiften, weil es halt nicht auf unlautere, genau, Weise erfolgt wird. So, und das finde ich ziemlich stark, also muss ich auch sagen, finde ich persönlich echt stark, das zu hören. Ja, danke. Also es geht aber nicht darum, jetzt hier um jeden Preis dann Level zu erreichen. Also Markus hat auch gesagt, wenn wir es nicht schaffen, 100 Millionen zu machen im 9-to-5-Style dieser Firma, also hier arbeitet keiner regulär Samstag, Sonntag. Also wenn wir halt mal Seminar oder so haben, dann gibt es einen Ausgleichstag dafür. Aber der Vertrieb arbeitet nicht Samstag, Sonntag, während andere Leute teilweise um 23 Uhr, 24 Uhr Leute am Telefon therapieren, ja, und hinterher telefonieren. Das gibt es bei uns halt nicht. So, dann machen wir halt nicht so krass Vertrieb wie ihr. Wir machen trotzdem mehr Kohle als ihr. Also irgendwas macht ihr falsch. Weißt du, und der Markus hat gesagt, ich bin nicht gewillt, 24/7 zu arbeiten, nur um das dann diesen Level zu erreichen. Das muss auch irgendwie im 9-to-5-Mindset gehen, ja, für die Mitarbeiter zumindest. Ja, doch, das ist auch richtig cool. So hast du selbst ein paar Hürden, die du dir anlegst, um einfach eine Challenge zu haben, in der, genau, du arbeiten kannst. Genau. Du, Andreas, ich glaube, wir reden schon richtig lange. Ja, ich glaube auch. Ja. Danke dir für die Zeit. Also weiß ich echt zu schätzen. Ein paar coole Impulse, auch ein paar Sachen, die ich für mich nochmal reflektieren darf.
Ja, es war super. Also ich finde das mega, mit Leuten sprechen zu können, die selber auch viel Ahnung haben von dem Thema und auch gute Fragen gestellt zu bekommen. Das Problem ist halt, ich höre halt immer viele gleiche Fragen die ganze Zeit, auf die ich schon Antworten kenne. Und ich finde es halt mega cool, wenn einer was rauskitzelt, was nicht so einfach dann zu finden ist, vor allem für mich selber. Weil ja. Für mich ist alles halt obvious, so, weißt du? Aber ich weiß halt nicht, was cool ist und was nicht cool ist für Leute. Ich habe es versucht. Ich hoffe, die Zuschauer denken das auch. Ich glaube, es war ganz gut gelungen an der Stelle. Das glaube ich auch. Danke dir. Cool, vielen Dank. Danke.